Herzlich willkommen zu Beyond Perception. Heute geht es auch wieder auf eine neue Geschichtsentdeckungsreise. Ich bin der Simon und freue mich heute, Hans-Joachim Zilmer, ich glaube zum dritten Mal bereits zum Gespräch zu begrüßen. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Ja, stell dich einfach noch mal ganz kurz vor für die, die deinen Hintergrund vielleicht jetzt noch nicht kennen. Du bist Diplom-Ingenieur und ja, seit über 25 Jahren Forscher und Autor mehrerer Bestsellerbücher, die sich ja eigentlich alle der Aufklärung, auch über unsere Geschichte, widmen. Und ich zähle einfach ein paar Mal auf, oder? Irrtümer der Erdgeschichte, Darwins Irrtum, die Evolutionslüge, Kolumbus kam als Letzter und der Energieirrtum. Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Simon. Ich freue mich auch, wieder da sein zu dürfen. Ja, ist richtig mit den Büchern. Ich glaube, ich bin einer, wenn nicht der Autor, der eben große Zusammenhänge darstellt und nicht nur ein kleines Gebiet im Grunde, sondern auch beschreibt, warum, wieso. Und dies entspricht in den meisten Fällen nicht der Lehrmeinung, aber die Lehrmeinung ändert sich und daran arbeite ich mit. Und zum Beispiel, wenn wir heute über mein Buch Die Erde im Umbruch sprechen, dann werden wir sehen, dass da eben die klimatischen Verhältnisse der letzten wenigen tausend Jahre beleuchtet werden, was überhaupt passiert ist, unglaubliche Sachen, eigentlich, was man nicht für möglich hält, aber durch wissenschaftliche Studien bewiesen wurde. Und in dem Zuge bekam ich dann mal einen Anruf und beziehungsweise erstmal eine E-Mail. Da stand: sehr geehrter Kollege, von einem bekannten Professor für Lagerstättenforschung an der TU Berlin, wo ich auch studiert habe, an der Technischen Universität, und der schrieb mir: Sie werden oder Sie haben für neue Denkweisen in der Geologie bzw. Geophysik gesorgt, und das wäre richtig, weil die Lehrmeinung eben nicht richtig ist. Und der war früher Geologe, der ist heute Geophysiker, er hat mir erzählt, dass die Geologen durch eine feindliche Übernahme praktisch alle zu Geophysikern wurde. Der war immer Geologe und jetzt war er aber Geophysiker plötzlich. Und Geologen haben mehr früher in der Natur gearbeitet und das machen heute Geologen nicht mehr. Die sind eigentlich fast nur noch theoretisch tätig. Ja, und er hat sich darüber beschwert, dass eben auch die Auffassungen gegenüber früher sich geändert haben. Jedenfalls nach einiger Zeit kam er zu mir. Und wir haben uns hier lange unterhalten. Und dann sagte er, wie alt sind die Anden? Man weiß, die heutzutage, früher, wie ich jung war, hat man noch 100 Millionen Jahre, glaube ich, gesagt. Heute sagt man 60 Millionen Jahre, alles wird jünger. Die ganzen geologischen Schichten und so, die werden immer langsam ein bisschen jünger datiert, muss man sagen. Und dann sagte ich zu ihm: vielleicht 10.000 Jahre. Die Antwort war, oder die Gegenfrage: so alt? Ich denke, alles ist wesentlich jünger, als man glaubt. Weil ja auch, wie wir noch vielleicht ausführen werden, die ganzen Messungen und Datierungen einfach nicht richtig sind. Jedenfalls war er mit einer Gruppe von Professoren hoch oben in den Anden. Und in etwa 3.600 Meter über dem Meeresspiegel liegt in Bolivien der größte Salzsee der Welt. 12.000 Quadratkilometer groß. Das wäre eine Fläche von vielleicht 110 mal 110 Kilometer Ausdehnung. Und dort oben ist Salz. Salz. 30 Meter mächtiger, eine 30 Meter mächtige steinharte Salzkruste, also eine Salzebene. Und da sind Inseln drin, quasi Erhebungen oberhalb dieser Salzwanne. Und da stehen Korallen drauf, hat er mir erzählt. Ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt nicht so definitiv. Bin in Bolivien gewesen, aber nicht an dem Salzsee leider. Und dann hat er mir davon berichtet, dass da Korallen stehen. Und dann sagt er zu mir, das könnte genau meine Argumentation sein: wie alt sind die Korallen da oben? Die stehen auf der Insel frei herum. Dort herrscht eisige Kälte, 30 Grad, Temperatur, Frostwechsel. Also wir reden von 3000
600 Meter etwa Höhe. Die durften nur kurze Zeit da stehen. Also ich sage jetzt mal, wir reden vielleicht... Sonst wären sie schon bereits verwittert. Aber nicht über Millionen. Und dann sagte er, ich habe keine Ahnung als Lagerstättenforscher von Korallen. Also habe ich die mit an die TU Berlin genommen, einem Kollegen gezeigt. Und der sagte, das sind die Korallen, die heute unten im Pazifik existieren. Dort oben, in 3600 Meter Höhe, wenn sich die Gebirge wirklich langsam aufhalten, müssten eigentlich die Korallen sein, die es vor 60 Millionen Jahren da unten gegeben hat. Aber nicht die modernen. Dort oben sind also moderne Korallen und er fragt mich, wie lange bleiben die da stehen? Ich sage, wie schon kurz ausgeführt, wenige Jahrtausende, wenn überhaupt. Und das kann gar nicht anders sein. Und da waren wir auch einer Meinung und waren auch zusammen auf Kongressen und so und wir vertreten auch diese Meinung, wobei natürlich die Lehrmeinung eben noch anders ist. Ich sage, sag mal, noch anders ist, es wird sich sicherlich ändern. Dazu möchte ich jetzt hier auch mit diesen Einlassungen, mit diesem Podcast ein bisschen beitragen, muss ich sagen. Ja. Und schon Alexander, es geht also darum, geht es alles ganz langsam oder geht etwas schnell in die Höhe? Mhm. Denn wenn die Korallen da unten 3600 Meter hoch sind und modern sind und noch nicht zerstört sind, muss die Hebung schnell erfolgt sein. Ganz klar Fall im Grunde. Es gibt keine andere Lösung. Und schon bereits Alexander von Humboldt, der Weltreisende, hat so vor 200 Jahren etwa Höhenmessungen durchgeführt und beschrieb in 2500 bis 3000 Metern Höhe einen kreideweißen Streifen an den Küstenfällen der Kordilleren. Ich bin selber mit dem Schiff langgefahren und habe diese auch gesehen. Und dies ist ein uralter Küstenstreifen, der oben in der Höhe weiß existiert. Hört jedem auf, der dort mal mit dem Schiff irgendwie langfährt. Wuchs jetzt der gesamte Küstenstreifen langsam in die Höhe oder wurde er schnell in die Höhe gewuchtet? Das ist im Grunde die Frage. Auf seiner Reise, glaube ich, 1834, 35 durch Südamerika schrieb damals Charles Darwin, also der Vordenker hier der Makroevolution, das ist ein Thema für sich, das ich in Darwin zu tun behandle, aber wie auch immer. Er hatte hier mal eine gute Beobachtung gemacht. Er war erst in Südamerika, dann ist er zu den Galapagos gefahren. Und er schrieb so ungefähr wörtlich, ungefähr zitiert, aber die unterirdischen Kräfte traten wieder in Tätigkeit. Und ich sah nun das Bett dieses Meeres, eine Kette von Bergen bilden, die über 7000 Meter Fuß hoch waren. So ungeheuer und kaum begreiflich derartige Veränderungen auch sein mögen, so sind sie doch in einer Periode aufgetreten, welche mit der Geschichte der Kordillere, also der Anden, verglichen als neu erscheinen muss. Und die Kordillere, also die Anden selbst, wiederum ist absolut modern zu nennen, wenn man sie mit vielen fossilhaltigen Schichten in Europa und Amerika vergleicht. Das schrieb damals schon Charles Darwin und er hat richtig beobachtet. Darwin bezeugte also aus seiner Sicht die jungen Prozesse der Gebirgsaufhaltung, auch die Funde von unverständeten Meeresmuscheln in größeren Höhen hat er gefunden. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, wie lange bleiben unversteinerte Muscheln irgendwo in einer gewissen Höhe erhalten? Ja, Millionen? Oder reden wir doch da über kürzere Zeiträume? Und er schrieb selber, innerhalb einer Periode, während welcher hochgehobene Muscheln unverwittert auf der Oberfläche bleiben, das ist modern zu nennen und kann nicht allzu lange her sein. Das ist jetzt ein bisschen frei zitiert, sage ich jetzt mal im Grunde, nicht deutlich. Aber wir reden über schnelle Hebungen und nicht über langsame Hebungen. Wie gesagt, die Anden sind immer jünger geworden, je länger, wie gesagt, früher 100 Millionen Jahre, heute 60 Millionen Jahre, wir werden sehen, es wird demnächst auch noch wesentlich jünger gehen. Also diese Hebung erfolgt natürlich nicht gleichmäßig, sondern ich sag mal im Grunde relativ durch gewisse Prozesse, zu denen wir vielleicht noch kommen wollen, relativ schnell. So unglaublich das erscheinen mag. Ja, zu Zeiten der Kelten, im ersten vorchristlichen Jahrhundert, so um 2500 Jahren vor heute, also man würde sagen 500 Jahre vor Christus vielleicht,
erfolgt ein Anstieg des Wasserspiegels, zum Beispiel in den Alpen, wenn wir diese jetzt mal betrachten, bei Seen wie am Bodensee oder Ammersee. Der Ammersee war früher zu dieser Zeit über 37 Kilometer lang, heutzutage nur noch 16 Kilometer. Und er hatte eine Verbindung zum Wörthsee. Die Seen waren früher alle viel größer. Denken wir an das Kaspische Meer oder auch andere Seen. Alle Seen werden in den letzten 2000 Jahren wesentlich kleiner, mit Unterbrechungen und gewissen Schwankungen. Zu der Zeit bewaldeten erst die Seen bei München, Tölz und Memmingen. Ein extremer Klimawandel war oder beziehungsweise Klimasturz zu damaliger Zeit erschien praktisch ohne das Zutun von Menschen, Kraftwerken und Autos. Die Ursache waren heftige Erdkrustenbewegungen der Alpen. Dies wurde schon durch eine Untersuchung auf Anfang des so 1920 rum durch eine Felduntersuchung wissenschaftlich festgestellt. Durch diese Szenarien wurden die Ufer der Seen im Voralpengebiet schiefgestellt. Also zum Hang zu hat man die Uferlinie wesentlich höher und zum Teil niedriger. Das bedeutet, dass sich das Gebirge mit diesen Seen praktisch gehoben hat. Ich war mal eingeladen zum Geburtstag und hatte mit einem Bodengutachter, ich bin auch Bauingenieur, vom Studium her, und haben uns darüber unterhalten. Und der hat mir das, ist so 4-5 Jahre her, bezeugt, dass die Strandlinien auch alle schief sind, aber das auch wissenschaftlich dokumentiert. Wird aber heute kaum irgendwo erwähnt. Ja, zu dieser Zeit entstanden viele Seen entleert, oder? Bitte? Das hat dann auch die Seen entleert, oder? Ja, genau. Hier auch die Tuflager und so, denn entstanden da, und da sehen wir jetzt auch gleich im Bild, wie diese entstanden sind vom Hang herunter durch Schlammlawinen und Schüttungen sozusagen. Ja. Heute wird der Ammersee zum Beispiel mit einer Höhe von 533 Metern über dem Meeresspiegel angegeben. Nachweislich lagen diese Strandlinien früher 60 Meter höher als heute. Auch die Tuflager lagen 60 Meter höher als die heutigen Uferlinien. Das heißt, wir haben hier ganz anderen Wasserspiegel damals gehabt. Die Seen lagen also höher und sind danach schiefgestellt worden. Die Alpen hatten also früher ein ganz anderes Aussehen, noch zu Zeiten unserer Kelten, als wir es heute kennen. Wir glauben ja, dass es seit 60 Millionen, 100 Millionen Jahren sich kaum was geändert hat. Ganz langsam. Ja, langsame Szenarien braucht man in der Geologie. Ich musste auch Geologie studieren als Bauingenieur. Ich musste. Und ist nicht so mein, war damals nicht mein Hauptfach, ist aber heute mein Lieblingsfach mit geworden, muss ich ehrlich sagen. Man wandelt sich ja auch ein bisschen da. Und alles wird langsam. Die Szenarien sollen alle langsam gelaufen sein, weil dann kann man natürlich was berechnen. Und dann kann man was zurückrechnen, das ist ganz gut, auch mathematisch. Wenn man so schnell geschieht, dann hat man keinen Einfluss, dann weiß man auch nicht, wie, wann und was da überhaupt passiert ist. Das ist das Problem. In der wissenschaftlichen Studie, die ich gerade gesagt habe, wurde auch ganz klar dokumentiert, dass Schaukelbewegungen der Alpen zu damaliger Zeit gegeben hat. Also die Schiefstellung der Seen und so weiter. Die Arbeitshypothese, die wir jetzt haben, ist, sind die Alpen erst vor kurzer Zeit entstanden. Nicht vor, weiß ich, zig Millionen Jahren. So wie die Anden in Südamerika. Durch die Hebung der Alpen wurden nicht nur der Ammersee schiefgestellt, sondern zum Beispiel auch die Fläche von München, auf der München jetzt steht, ist mit einer Länge von 70 Kilometern und einer Breite von 10 bis 40 Kilometern mit einem Gefälle versehen oder weist ein Gefälle auf. Und zwar senkt sich diese Ebene von 7 Meter Höhe bei Holzkirchen bis auf 415 Meter bei Moosburg. Das heißt, die ganzen Alpen vor das Voralpengebiet wurde schiefgestellt, wie gesagt, relativ einfach zu beweisen. Entsprechende Hebungen wurden auch in Norwegen festgestellt und auch bei den schwedischen Binnenseen zum Beispiel. Das ist eindeutig. Und überall im Voralpengebiet gibt es nasse Gesteinsströme, die erhärteten, also schnelle Szenarien. So entstanden unter anderem sogenannte Drumlins. Das sind so eine Hügel, die meistens länglich geformt sind.
so gelten als Relikte der Eiszeit. Ein Eisberg kann so etwas aber gar nicht erzeugen. Wir sehen hier ein Bild auch von einer Stadt und drumherum sind die auf einem Drumling errichtet worden ist und rundherum sind auch noch Drumlings. Das heißt, sie sind symmetrisch angeordnet und so etwas kann praktisch durch Eiszeitrelikte nicht entstehen. So wie hier bei dem Ortsteil Friedrichshafen-Raderach und rundherum, wie gesagt, befinden sich symmetrisch, fast symmetrisch angeordnet quasi weitere Drumlings. Wie entstehen praktisch schon eine Drumlins und die sind meistens oval verformt, weil zum Hang hin sind sie runder und nach unten hin sind sie durch die Schiefstellung praktisch meistens etwas schief verformt. So, und dann muss man sich fragen, wie entstanden diese Drumlins? Und schon der Geologe Sandberg hat in einem Buch darauf hingewiesen, dass sich der Untergrund schnell bewegt haben muss. Und dann fragen wir uns, was für sich soll sich bewegt haben? Ein Gletscher? Oder vielleicht der Untergrund selbst? Da es heftige Erdkrustenbewegungen in Alpen gab, vor wenigen tausend Jahren, ist diese Voraussetzung gegeben. Und zu damaliger Zeit setzte auch eine Klimaverschlechterung ein. Und dieser von einer wissenschaftlichen Untersuchung bestehende Erdkrustenbewegung im Alpengebiet ereignete sich zur Zeit der Kelten vor etwa 2500 Jahren, sagt eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahre 1923 aus. Alpen also schräg gestellt, beziehungsweise die Abhänge, die Drumlins wurden verformt. Und zum Beispiel in Indonesien gibt es auch so eine Drumlins, die sind aber alle symmetrisch, weil es in der Ebene geschah. Und dort sind die Drumlins, also die ganzen Erhebungen, sind dort symmetrischer Natur, weil natürlich keine Schräge da gewesen ist. Und das sehen wir hier auch in einem Bild. Also vor dieser Zeit, also vor wenigen tausend Jahren, sah alles ein bisschen ganz anders aus, das Klima war anders. Denn offiziell vor 5500 Jahren gab es eine Wärmeperiode, offiziell zur Jungsteinzeit, offiziell anerkannt mit 2,5 Grad höheren Temperaturen als heutzutage. 2,5 Grad. Zu damaliger Zeit gab es hier Löwen und praktisch die Serengeti war hier vertreten, Tiere, die Wärme lieben. Und man hatte überhaupt gar kein Klimaproblem. Erst vor etwa so 2500, 2300 Jahren kam das Eis und drang in tiefere Lagen vor, als ein heftiger Temperatursturz stattfand, den ich schon gerade erwähnt hatte, vor, sagen wir, 2500 Jahren etwa. Und das, nur ganz kurz, das ist jetzt offiziell oder das ist dein? Nein, die 2500 Jahre, der Klimasturz, der wurde der sogenannte postglasialer Klimasturz genannt, wurde früher mal angesetzt auf 2900 vor Christus. Inzwischen in einer Literatur wurde das verjüngt auch, also auf 2500 Jahren, wie in dieser Studie, die ich jetzt von 1923 gerade angeführt habe. Aber dieser postglasiale Klimasturz wird heute quasi nicht mehr erwähnt, ja, weil unser Klima soll jetzt ja von Menschen beeinflusst worden sein. Das besagt ja diese ganze Hysterie, die heute besteht, ja aus. Und alles, was vorher nie etwas gewesen sein, im Grunde. Denn alles, was nicht in weil heute, die letzten 100 Jahre, mit einmal soll es praktisch das Klima von Menschen beeinflusst worden sein. Wenn ich aber so sehe, dass zu unseren Vorfahren schon Klimasprünge gegeben hat, dann stimmt die ganze Sache ja gar nicht. Und das hat man quasi alles gefälscht. Ja, es gab diesen Klimasturz vor 2500 Jahren, sagen wir mal so. Und der wird in diesen von dem Klimarat IPCC in diesen Klimakurven nicht mehr berücksichtigt. Das ist dasselbe, wie wir haben ja diese mittelalterliche Wärmeperiode von 950 bis 1350.
Da kommt man früher lesen, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen drüber, da stritt man sich, ob das damals 1,5 oder 2 Grad wärmer war. Das wurde aber aus das Nachweis wissenschaftlich nachgewiesen von Forschern, dass diese Temperaturerhebung, dann war es lange Zeit ein bisschen wechselhaft und dann heute geht wieder die Temperatur etwas nach oben, dass damals mindestens höhere Temperaturen waren als heute und diese Wärmeperiode oder man sagt heute verniedlichend neuerdings mittelalterliche Klimaanomalie, die wurde aus den Kurven rausgelöscht. Die ist nicht mehr da bei dem IPCC. Die gibt es aber. Der Beweis ist ganz einfach. Denn zu der Zeit damals lebten Wikinger auf Grönland. Die hatten 100 Milchkühe im Stall durch Ausgrabungen bewiesen. So, die bei 5 Monate Dunkelheit muss man die erstmal im Winter durch den Winter bringen. Das war damals, da wuchs und sprieß alles. Da waren die Temperaturen also wesentlich höher als heutzutage. Zu damaliger Zeit, also zur Zeit der Wikinger, wurden und auch in Grönland, wenn ich gerade noch daran erinnern darf, wurden durch Ausgrabung nachgewiesen, dass damals auf Grönland Weizen wuchs. Damals wuchs auch Weizen in Schottland und in Norwegen. Das ist heute noch nicht möglich. Da brauchen wir vielleicht 2 Grad mehr. Und zur selben Zeit war in Mittelengland gab es Weinberge. Die gibt es heute dort auch nicht, weil es noch zu kalt ist im Grunde. Also der Beweis, dass es damals viel höher war, die Temperaturen, ist durch archäologische Ausgrabungen definitiv bewiesen und in alten Tageszeiten, ich habe es mal irgendwo zitiert, wurde eben gesagt, in Deutschland wuchs alles, was heute alles südlich der Alpen, also wuchs mit Sonne und so weiter. Also hier gab es Früchte, die es hier noch, wie vom Granatapfel, glaube ich, angefangen, die es hier, die heute erst beginnen, langsam zu wachsen. Ich habe noch eine kleine Anekdote von letzter Woche, weil wir waren auf 2200 Meter im Fextal in der Schweiz. Und dort schmilzt der Gletscher rapide. Und der Bauer, dessen Familie seit 600 Jahren dort lebt, der sagt, darunter kommen Baumstämme zum Vorschein. Ja, ja, das hat man aber, das ist ein gutes Beispiel, das hat man auf der ganzen Welt. Vor 3 Jahren oder so hat man auch oben in Alaska, wo das ewige Eis sein soll, wenn einmal unter diesem ewigen Eiswald aufgeschmolzen ist, weil ein bisschen die Temperatur doch ein klein bisschen höher hochgegangen ist, das stimmt schon, im Grunde seit 100 Jahren, wobei wir von einem tiefen Punkt heute hochmessen, früher war es ja wärmer und das ist so wie mit, wenn bei Aktienkursen, die gehen mal hoch und runter und wir messen, wenn wir von unten messen, haben wir eine große Steigerung, wir haben heute 0,7 Grad mehr, man sagt jetzt wieder im Grunde 1 Grad mehr, aber weil doch schon mal mehr auftaucht jetzt, findet man unter dem Eis Sachen, die man früher nie gedacht hatte. Wie in Norwegen hat man unter dem ewigen Eis mit einmal Schuhe gefunden. Ja, relativ modernen Menschen, hat man gesagt, die sind 2.000, 3.000 Jahre alt und nachher aber angeblich unter dem Eis müssten die dann mindestens 10.000 Jahre alt sein. Oder wie gesagt, in Alaska, was ich eben noch erzählen wollte, hat man jetzt also so ein altes Dorf unter dem Eis gefunden, hat man vorher gar nicht für möglich gehalten. Auf der ganzen Welt werden neuerdings Sachen, ich kann mich erinnern, als ich jung war, da gab es so Time-Life-Bücher, da hat man unter dem Eis schon damals Sachen gefunden, ganz moderne Sachen, auch aus der Römerzeit und so. Und aber da das Eis ja 10.000 Jahre mindestens alt sein muss, konnte das nicht sein und hätte damals schon zu führen müssen, stand in diesem Buch, dass man die Eiszeit hätte in Frage stellen müssen. Ja. Ich kann mich erinnern an einen Geophysiker, der hat 2009 im ZDF, 19, glaube ich im April 2009 war das, im ZDF 19 Uhr bei dem Herrn Siegloch, der stellte die Frage an diesen Geophysiker aus Hannover. Und da muss ich sagen, die Geophysiker aus Hannover, die haben auch ein gutes Buch geschrieben, Klima Fakten, glaube ich, heißt das. Die sagen auch, dass das Klima nicht durch Menschen beeinflusst wird, sondern durch die Sonne, was ich auch sage. Und im Energieautom, mein Buch Energieautom, auch begründet diese Sache. Darüber haben wir im letzten Sonne, Gespräch haben wir schon gesprochen, darüber gesprochen nicht, ja? In dem Dings, dass die Sonne das beeinflusst und nicht der Mensch. Und dann hat der Herr Siegloch den gefragt, und die hannoveranischen Geophysiker waren Gutachter der Regierung
der Bundesregierung unter Merkel für dieses IPCC-Gutachten, Klimagutachten. Und die haben gesagt, nicht der, wie ich schon ausführte, nicht der Mensch macht das Klima. Die haben das in dem Buch auch bewiesen, was ich auch nicht nur ausführe, sondern wie gesagt in meinem Energieautom auch begründe, warum das ist. Das haben die nicht gemacht, wie auch immer. Dann gab es in der Regierung, in der Bundesregierung Stimmen, dass diese Professoren, die da nicht zustimmen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, ihres Amtes enthoben werden. Und das ist kein Spaß. Denn es gibt ja keine, wir haben keine Meinungsfreiheit im Grunde. Man muss entweder dieser Sache folgen oder nicht. Es gibt ein Narrativ und wenn es nicht passt, dann wird es ja herausgefiltert sozusagen. Ja, ich hatte, da rief mich auch vor 3-4 Jahren der Professor Gerlich an von der TU Braunschweig, mathematischer Physiker, und sagt, ich habe sie im Fernsehen gesehen und sie haben vollkommen recht, dass sie es besser sagen können. Und es geht gar nicht. Kohlendioxid kann dieses Klima nicht erwärmen und das ist physikalisch eindeutig, ist auch eindeutig, kann man ganz klar sagen. Und aber er sagt, wir sind eine Gruppe von Wissenschaftlern, wir kriegen in den Medien kein Gehör. Egal in welchem Medium. Und das ist so. Das ist genauso, wie ich mein erstes Buch schrieb, Darwins Irrtum, war ich auf der Messe, da kam der Intendant vom Norddeutschen Rundfunk und sagte, ich kenne Ihr Buch nicht, aber ich habe von Ihnen gehört, Sie kriegen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine Minute Sendezeit. Da sind wir uns einig. Ja. Ich war dann später zwar im Fernsehen auch mit ProSieben Welt der Wunder als Hauptdarsteller und so weiter, mit bestimmten Themen, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, erst und zweites Programm, im dritten war ich auch schon mal, aber nicht so. Man bekommt kein Gehör, wenn man nicht in einem Konsens ist. Und der Professor sagte von der TU Braunschweig, wir waren uns früher mit allen Geophysikern einig, dass das nicht geht und ist auch so. Sagte aber heute, sage ich nicht mehr, dass ich das erledigt, das Thema, weil meine Kollegen, die noch in Amt und Würden sind, können nicht sagen, das geht nicht. Denn mein Kenntnisstand ist jetzt, 5 Jahre oder so alt, pro Lehrstuhl sind da $1 Million im Spiel oder im Gespräch. Und wenn man dagegen spricht oder argumentiert gegen diese Klimasache, dann bekommt man keine Forschungsgelder mehr. Eine ganz einfache Geschichte. Und wir können auch sehen, dass eben das Klima in den letzten Jahren hochgeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Temperaturmessungen nehmen, zum Beispiel von Karlsruhe, die sind weit über 200 Jahre wurden die gemacht. Und dann ist 1822 war das wärmste Jahr, die Periode in den 20er Jahren. Dann ging das Klima am Ende der Eiszeit, 1890 oder so ist das Ende der kleinen Eiszeit, gingen die Temperaturen herunter. Dann gingen sie jetzt wieder um 1 Grad hoch. Und wenn man die Temperatur vom Jahr 2000 mit 1822 vergleicht, sind wir auf derselben Höhe. Das heißt, es ist seit 100 Jahren 1 Grad wärmer geworden vielleicht. Nehmen wir die letzten 200 Jahre nicht. Dies wird auch bestätigt durch die längste Temperaturreihe, die bis 1650, glaube ich, geht, in Mittelengland. Also die mittelenglische Temperaturreihe zeigt auch genau das auf. Die zeigt auch auf, dass nach dem Mauna Minimum, das war eine Kaltzeit, so 1650 bis 1700, danach in nur 40 Jahren das Klima in Mittelengland um knapp 2 Grad gestiegen ist. Da sieht man auch ohne Autos, ohne Zutun praktisch des Menschen. Kommen wir nochmal zurück zu der Zeit des Klimawandels vor 2500 Jahren. Dann war dann vor 3000 Jahren eine ferne Dürrezeit. Und in Ägypten wird beschrieben, dass der Nil trocken fiel zur damaligen Zeit. Bei uns in den nördlichen Gebieten, in den Alpen, wurde es immer kälter und feuchter. Gletscher dehnten sich aus, Wälder verwandelten sich in Sümpfe und entstanden Moore. Ich bin eben ein bisschen abgewichen von einem Geophysiker bei dem Herrn Siegloch. Der fragte den, jetzt sind ja die Eisbären, die armen Eisbären, die haben Tränen in den Augen, die haben kein Eis mehr. Und was ist denn da los? Und das kann man nachlesen, beziehungsweise im Archiv vielleicht auch nachsehen. Dann sagte der Kollege, und der hat ja vollkommen recht, ich weiß gar nicht, was das alles soll, das Theater. Die Alpen waren in den letzten 6000 Jahren nahezu viermal abgeschmolzen und und das Eis hat sich wieder neu gebildet. Wurde offiziell damals im ZDF Nachrichten abends um 19 Uhr geliefert. Zur damaligen Zeit, also wo wir sagen Klimasturz, dann bildet sich Moore
muss denken, dass zu dieser Zeit damals Deutschland zu großen Teilen mit Moorbildung zu tun hatte. Wir sehen auch die Pfahldörfer und so an den Seen. Und damals mal so als Einwurf wurde der Limes, wurde als Grenzbau oder ist als Grenzbauwerk der Römer gegen die Germanen oder von mir aus auch Kelten immer bezeichnet worden. Aber inzwischen hat sich das gewandelt, weil man die ganzen Unterhaltspunkte, also da, wo Söldner gestanden haben sollen, wie man früher meinte, auf beiden Seiten des Limes gefunden hat und diese aber auch zu wenig waren, um diese Grenzbefestigung zu halten. Es war also eine Straße, die über dem Moor war, und da waren immer Haltestellen, also so Schlagbäume, da musste man Zoll bezahlen, aber dieser Limes galt der Versorgung. Das war praktisch, sag mal, wie eine Landstraße, und dort ist man mit den Karren gefahren, da musste man Geld zahlen, damit man von einem Punkt A zu einem anderen Punkt B kam. Das relativ, sage ich jetzt mal heute, eigentlich unstrittig, wenn man sich mit der Sache wirklich auseinandersetzt. Und zur damaliger Zeit war das Klima auch anders. Diese früheren Eskimos oder Paleo-Eskimos, wie man sagt, verließen ihre Jagdgebiete im Norden und Grönlands und wanderten zum Beispiel südlich bis zur Hudson Bay hinunter. Das heißt, wir haben einen dermaßen Klimasturz damals gehabt, der so einschneidend war, wie es selten in den letzten paar tausend Jahren war. Ja, und seltsamerweise sollte ja vor 10.000 Jahren die Eiszeit gewesen sein. Und kaum jemand weiß, dass nachweislich durch wissenschaftliche Ausgrabungen auch zu der Zeit, als Eis sein sollte, vor 10.000 bis 20.000 Jahren, zum Beispiel Beringstraße, da gar kein Wasser gab. Es war eine Landbrücke. Und zu der Zeit grasten da Bisons und es gab Löwen und hat Löwen ausgegraben, die Bisons angegriffen haben. Es war die Serengeti damals, eine Savannenlandschaft. Aber es soll offiziell eine Eiszeit gegeben haben. Wir sehen, dass quasi das Klima sich in den letzten, weiß ich, wenigen tausend Jahren ganz gravierend geändert hat. Und dann fragen wir uns, wie die Seen im voralten Gebiet überhaupt entstanden sind. Ne? Ist das einfach eine Mulde, in die Wasser reinläuft? Oder entstehen solche Formationen, geologische Formationen vielleicht durch Verschiebungen der Erdkruste oder heftigen Erdbeben, wodurch ganze Landstriche plötzlich absacken und sich hernach dann praktisch mit Wasser füllen? Sehen wir uns zum Beispiel ein anschauliches Beispiel an. Dann betrachten wir ein Großbeben in Madrid, das war so 1811, glaube ich. Damals vibrierte der Boden und schwankte so heftig, dass sich Menschen festen Halt suchen mussten, um nicht umzufallen. Große Spaltenrisse brachen auf, schlammiges Wasser kam, sprudelte empor, große Klumpen von blauem Lehm, Kohle, Sand wurden ausgeworfen. Die Erdoberfläche wälzte sich wie Wellen im Meer mit sichtbaren Vertiefungen dazwischen. Für uns ist interessant und glaubhaft, dass während dieses Großbebens, wie aus dem Nichts, eine riesige Sumpflandschaft entstand, die vorher gar nicht da war. Ganz plötzlich praktisch geschaffen. Die plötzlich abgesunkenen Landflächen wurden damals unmittelbar mit Wasser gefüllt. Das kann man auch begründen, warum das ist. Wir wollen heute nur feststellen, dass das so ist. Die Begründungen liefere ich in meinen Büchern, aber das würde jetzt geophysikalisch und geologisch ein bisschen, glaube ich, zu weit führen. Nehmen wir das Ganze als Fakt im Grunde auf. Und 1904 wurden dort in diesem Gebiet Fotos aufgenommen, wo das Wasser neu entstanden ist. Und dies zeigt also nach relativ kurzer Zeit praktisch Bäume und Wasserpflanzen und was weiß ich, und es ist ein Panorama, als wenn es sich hier um eine uralte Sümpfe handeln würde, sind aber relativ neu und zwar plötzlich entstanden, ganz schnell, quasi über Nacht. Bei diesen Großbeben wurden auch über 500 Kilometer hinweg trichterförmige Krater aufgeworfen, die mit Sand gefüllt waren und die in Eiszeitgebieten als Eiskeile fehlgedeutet wurden. Aber dort gab es gar kein Eis und diese entstanden dort.
diese angeblich Zeugen der Eiszeit entstanden dort durch praktisch Erschütterungen und Rüttlungen des Untergrundes. Und solche Erdbebenbrunnen, Eiskeile sind eigentlich Erdbebenbrunnen in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen. Und diese entstehen weltweit bei entsprechenden Bewegungen des Untergrundes. So auch im Voralpengebiet, dort gibt es auch Eiskeile, die entstehen eben durch Bewegung des Untergrundes. Das kann man auch, das habe ich auch in dem Buch Die Erde im Umbruch näher beschrieben. Tektonische Störungen gingen mit gravierenden klimatischen Veränderungen einher, indem die stärksten Senkungen der Erdkruste in den nasskalten Perioden einzutreten pflegten. Dass die Alpen sich schnell vielleicht erhoben, wie in Südamerika auch mit den Korallen, sieht man, dass in großer Höhe man Relikte gefunden hat in den Alpen aus der Altsteinzeit. Ja, die sollen denn da hochgewandert sein. Die anderen, aber man hat auch so, weiß ich, Schädel von Bären oder so gefunden, in großen Höhen, wo es gar nichts mehr zu fressen gibt für die Tiere. Also oberhalb der Baumgrenze. Was machen die da oben? Das gibt gar keinen Sinn. Eine Begründung wäre, also die haben tiefer gelebt, sind auch tiefer, sagen wir mal, gestorben und mit der Erhebung sind sie eben in größere Höhen gekommen. Das ist die wirkliche, vielleicht die wirkliche Begründung dafür. Und dann erinnere ich mich auch an die Anden. Dort sind viele Mumien von Inkas in mehreren tausend Metern Höhe, ich glaube bis zu 6.000-7.000 Metern Höhe gefunden worden. Man hat das als Opfer dargestellt. Aber wie man auf jetzt den Fotos sehen kann, haben die Menschen dort ein Leid durchgemacht. Die haben Angst gehabt, die haben im gekauerten Zustand dort Angst gehabt und versuchten, dem Desaster zu entkommen. Die sind schockgefroren. Ja, die Innereien dieser Inka-Mumien sind wohlerhalten, also wirklich schockgefroren. Das heißt, sie sind plötzlich großer Temperatur ausgesetzt worden. Man hat Inkas dort gefunden, oben in mehreren tausend Meter Höhe, mit ihren ganzen Habseligkeiten. Die waren dort neben den Mumien verstreut. Die hatten die alle mit und die sind angeblich da oben hochtransportiert worden, in mehreren Kilometern Höhe und geopfert worden. Man hat eine Mumie, da war das Gehirn ein bisschen verschoben, hat man gesagt, das wäre ein Keulenschlag gewesen. Aber die wirkliche Erklärung ist, dass diese Menschen plötzlich genauso wie die Korallen praktisch in größere Höhen durch Erhebungen transportiert wurden. Also das wirklich innerhalb von Minuten dann, oder? Bitte? Innerhalb von Minuten, nicht über Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende. Nicht über Jahre, Jahrzehnte. Ich sag mal, über einen relativ kurzen Zeitraum, ja, dann praktisch. Sonst würde wenn jemand schockgefroren wird, dann muss das ja irgendwie Sonst würde ja so eine Schockgefrierung nicht so schnell vonstatten gehen, ne? Also es ist relativ schnell gegangen. Und diese Datierungen werden dann oft auch weit in die Vergangenheit zurückdatiert, wobei man aber sagen muss, dass diese ganzen Datierungen gar nicht stimmen. Ich habe mal 1998 Press in Darwins Irrtum geschrieben, dass die ganzen angeblich 40.000 Jahre alten Altsteinzeitschädel. Ich habe eine Schwierigkeit mit dem Namen. 40.000 Jahre alt sein sollen. Da habe ich gesagt, wieso versteinert überhaupt etwas vor 40.000 Jahren in der normalen Natur? Versteinern kann nur etwas durch plötzliche Ereignisse. Ich sage mal durch, wie wir gerade hatten, durch Gefrierung, also Schockgefrierung oder durch plötzliche Dürre, sage ich jetzt mal so, oder Hitze. Aber niemals, indem bei normalen Temperaturen etwas herumliegt, kann gar nichts versteinern. Auch nicht, wenn man 10 Meter tief vergräbt. Da ist immer noch Sauerstoff genug, um das praktisch... Und verwest das sozusagen, oder zerfällt. Ja, verwesen zu lassen. Es geht so gar nicht, im Grunde. Und, also um das zu verstehen, als Versteinerung ist immer kurzfristige Temperaturschwankungen, oder? Zum Beispiel, ne? Es gibt auch Dürre oder so, aber es muss ein Szenario herrschen, wo es plötzlich geht, schnappschussartig, schnell und dann versteinert etwas. Aber man kann von mir aus auch jetzt ein paar Jahre dauern, aber nicht
über Tausende und Jahre hinweg. Und die Wissenschaft sagt, ja, es versteinert Pore für Pore, Pore für Pore. Dann sage ich, wenn es Pore für Pore, Pore für Pore über lange Zeiträume ist, dann versteinert vielleicht etwas oder mineralisiert, aber der Rest ist schon verwest. Das geht nicht. Entweder geht sowas relativ schnell oder gar nicht im Grunde. Oder es gäbe überhaupt keine Verwesung. Alles müsste versteinern. Ja. Also das geht so. Da, mit der Versteinerung, da macht sich keiner Gedanken drüber. Ich hatte mal, ein Buchskollege hat mal ein Buch, hier dieses Buch von mir am Flughafen in Österreich gekauft in Wien und schrieb mir dann, Herr Kollege, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber Sie haben ja vollkommen recht, es geht einfach nicht. Man muss ja, um was für, ich meine, wie gibt ja so Verbrecherorganisationen vielleicht, die haben früher die Menschen, die unlieb waren, in Betonfundamenten zum Beispiel mit einbetoniert, wie nachgewiesen, so. Dann habe ich natürlich, dann kann ich sowas natürlich auch erhalten, ne? Indem ich sowas einbetoniere. Das passiert zum Beispiel auch, wenn wir jetzt zum Beispiel große Schlammlawinen haben und da befinden sich zum Beispiel irgendwelche organischen Sachen drin, Tiere oder auch Menschen oder was weiß ich, und die werden dann sozusagen einbetoniert. Also daraus, das ist ja meistens kalkhaltig, es versteinert denn eine Schlammlawine vielleicht relativ schnell, weil da genug Kalk drin ist. Und wenn das so ist und da sind Tiere drin, dann versteinern diese natürlich dann mit, sage ich jetzt mal. So, das ist ein plötzliches Szenario. So kann praktisch eine Versteinerung entstehen. Ich habe also schon 98 geschrieben, die ganzen Schädel sind keine 5000 Jahre alt. Und da hat man im Internet damals geschrieben, ja, ich würde ja die ganzen Messungen ignorieren, wäre alles bewiesen, wäre Unsinn, was ich da schreibe. 2004, glaube ich, 2004 wurden in England aber dann die alten Schädel, ob zum Beispiel der berühmte Neandertaler vom Hahnhöfer Sand, die wurden neu datiert. Fast alle bis auf einen aus der Klausenhöhle. Und alle sind drastisch verjüngt worden mit diesen Datierungen. Also der Neandertaler vom Hahnhöfer Sand wurde früher, glaube ich, mit 36.000 plus Jahren angegeben. Und der ist verjüngt worden auf 7.500 Jahre, lebte also während des Klimaoptimums, wie wir gerade gesagt haben, vielleicht hier vor 7.500 Jahren, als es hier 2,5 Grad wärmer war. Ja, und die Höhlenzeichnungen der altsteilen Zeitmenschen zeigen Tiere, die gerne in der Wärme leben. Oder die haben aus Elfenbein Tiere geschnitzt, wie Mammuts oder weiß ich, andere Sachen, Löwen vielleicht, die es angeblich zu der Zeit vor 40.000 Jahren gar nicht gegeben hat, zur Zeit der Altsteinzeit, weil die Eiszeit herrschte. Das geht alles gar nicht. Die lebten zu einer relativ jungen Zeit, als es im Grunde warm war. Ich erinnere an den ältesten Westfalen, habe ich früher, so ich klein war, auch dran alles dran geglaubt. Also da heute bin ich ganz anderer Ansicht, ne? Und dann wurde der älteste Westfale wurde von 27.000 Jahren plus irgendwie, glaube ich, auf nur noch 250 Jahre reduziert. 250 Jahre. Der älteste Westfale lebt anständig in der Altsteinzeit oder weiß ich, wann der gelebt hat, denn im 18. Jahrhundert. Also da habe ich so irgendwo sarkastisch geschrieben, also der älteste wurde zum jüngsten Westfalen. Ne? Und in der DPA konnte man, glaube ich, 2004 auch nach dieser Untersuchung festlegen, der älteste Knochenfund in Deutschland ist nun ein in Bayern mit 18.500 Jahren entdecktes Relikt. Ne? Und aber 18.590 Jahre, aber dieser Knochen wurde noch gar nicht neu datiert. Jedenfalls nicht, dass ich jetzt, müsste vor kurzem gewesen sein, aber es wurde nicht neu datiert. Das heißt, was ich schon damals schrieb, fast alle Schädel sind quasi weit unter 5000 Jahre höchstens das Alter mit reduziert worden auf ein Alter von höchstens 5000 Jahren. Ja. Und dass man, wie ich schon sagte, da dargestellt werden, dass Mammuts im Grunde dargestellt wurden von diesen Leuten, die in der Eiszeit gelebt haben, ist eine Sache für sich, denn Mammuts sind keine Eiszeittiere, sondern die haben langes, zottliges Fell und das ungeeignet, über Eisfelder zu laufen. Das jeder Zoologe oder jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wird dies bestätigen. Die Mammuts lebten in Savannen.
wir auch noch lange Zeit in Mexiko da. Es würden da die ganzen Eisklumpen festfrieren und hängen bleiben, oder wie man das irgendwie. Ja, und die vereisen dann, ne? Diese Fälle, die vereisen dann und die haben auch nicht genug. Wie sollen die da Futter kriegen in der Eiszeit? Da hat mal einer, der oft im Fernsehen war, ein Geologe, sagt, ja, die haben sich die Mammuts in stoischer Ruhe, wörtlich zitiert, in stoischer Ruhe über Jahrtausende hinweg daran gewöhnt, dass sie nichts zu erfressen hatten in der Eiszeit. Ich sage dazu, Kommentar überflüssig. Wenn ich nichts zu essen habe, dann sterbe ich. Also das geht so im Grunde überhaupt nicht. Das ist ja, glaube ich, auch so ein paar schockgefrorene Mammuts, oder? Die ja, hat man ja gefunden. Ja. Die sind so frisch. Ich habe da im Museum, im russischen Museum, da hat man ja so ein ganzes Mammut gefunden. Das liegt da und das habe ich, da habe ich auch mal irgendwo dokumentiert und Dings ist schon ein paar Jahre her, aber man hat, die Mammuts sind ja auch schockgefroren und die Berechnung, weiß gar nicht mehr, sagen, die muss einen Temperatursturz von 80 Grad oder so gewesen sein, damit diese schockgefroren werden. Man hat im Magen von Mammuts, angeblich auch im Maul, noch Sonnenblumen irgendwie gefunden. Und weiß ich, alles das, was im Warmen wächst, nicht im Kalten. Mhm. Und das heißt, diese Reste in dem Magen sind noch, in den Mägen sind noch vorhanden. Das heißt, auch diese Tiere wurden schockgefroren. Die sind nicht langsam gestorben im Eis, ne? Seltsamerweise hat man ja auch in den russischen Eisgebieten dann auch, wo angeblich ewig Eis sein soll, im Grunde große Tiere gefunden, die nachweislich in der Wärme gelebt haben oder müssten, sage ich jetzt mal so. Und zu der Zeit kann es dann kein Eis gegeben haben. Aber die liegen hat man auch neben Mammuts entdeckt und da gibt es eine ganze Liste von Tieren, die entdeckt worden sind und zwar wissenschaftlich auch nachgewiesen. Also zu der Zeit kann es kein Eis gegeben haben, sondern das Eis kam dann praktisch später und man kann auch erklären, wie praktisch das Eis entsteht, indem nämlich im Grunde aus dem Untergrund Methan entweicht und wenn das plötzlich weicht, dann wird es einfach kälter und dann findet ein drastischer Temperatursturz statt. Das wird sicherlich damals so gewesen sein. Das kennt man, wenn man aus den Pipelines das Erdgas durch kleine Öffnungen treibt, also am Ende. Wenn man das denn in andere Rohre, sagen wir, verteilen muss, dann hat man geringere Querschnitte und diese Teile vereisen dann sehr schnell. Das ist genau dasselbe Prinzip. Und dann muss man diese heizen, damit die nicht vereisen. Das ist vielleicht damals im großen Geschehen, wie gesagt, das habe ich im Energieautom genau beschrieben. Da haben wir letztens schon im Podcast drüber geredet. Ne? Und wenn wir das so sehen, dann kommen wir nochmal auf die anderen zurück. Und ja. Und dann sagte schon, 1910 gab es eine wissenschaftliche Untersuchung. Das oben, ich war am Titicacasee auch, da haben wir Bolivien den Salzsee und ich sag mal, weiß ich, ein Stück weiter ist der Titicacasee, also muss schon ein bisschen weit fahren, aber soweit auch nicht auseinander. Und dort oben gibt es eine alte Stadt, aber sehen wir uns erstmal die Region als solche an. Und dort gibt es Terrassen, noch in großer Höhe. Und die heutige Region im Titicacasee, da kriegt man auch relativ schwer Luft, sag ich mal, weil es sehr hoch ist. Und damals wurde schon geschrieben, eine solche Region ist nur fähig, eine spärliche Bevölkerung zu unterhalten. Also kann es gar nicht viele Leute gegeben haben. Wie gesagt, man hat hier auch Naku, da war eine größere Stadt, das ist eine Hafenstadt im Grunde, die ich bin da gewesen, habe mir die angeguckt, die ist heute in großer Höhe. Und dort oben kann man so viele Menschen heute gar nicht mehr ernähren. Denn das Plateau da oben ist fast unfruchtbar. Und mit dem heutigen Klima wäre es während keiner Periode als Zufluchtsort großer Menschenmassen geeignet gewesen, schreibt dieser Wissenschaftler 1910. Es gibt auch dort viele alte, künstlich angelegte Terrassen bis in Höhen von 5600 Metern. Aber Mais reift beispielsweise nicht in dieser Höhe. Aus diesem Grund schrieb der damalige Präsident der Geographical Society,
und sagte, dass die Gebirge nach dem Bau der Stadt, also von Tiwanaku, das ist megalithisch, eigentlich eine megalithisch angelegte Stadt, gebaute Stadt, also von, wie bei unseren Megalithikern. Da gibt es vielleicht auch Verbindungen, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber er schreibt, dass das Gebirge nach dem Bau der Stadt maßgeblich emporgestiegen ist, nach dem Bau der Stadt. Außerdem hat man am Titicacasee Mastodons gefunden, also Rüsseltiere und nashornähnliche Toxodons am Südufer des Titicacasees. Aber diese Tiere sind nicht lebensfähig dort oben, sondern die leben eigentlich auf Meeresniveau. Und der Titicacasee hat auch noch heute Wasser aus dem Ozean, also Salzwasser. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, die Stadt ist praktisch, gibt es Untersuchungen drüber, die ja schon ein bisschen älter sind, aber das praktisch die Lebzeit von Menschen eben, die an dort emporgehoben wurden. Also nicht vor 60 Millionen Jahren, sondern ich sag mal maximal vor wenigen tausend Jahren. Und ich erinnere nochmal, dass die Küstenstreifen in 2500 und mehr Metern Höhe praktisch dort immer noch zu sehen sind. Das beweist also, dass das relativ einmal schnell emporgestiegen sein muss. Sonst würde man ja auch mehrere, wenn das langsam gewesen wären, die Schicht, diese Wasserstandslinien immer wieder auch in den Zwischenräumen praktisch finden. Interessant, ja. So, und dann wurde mal von dem Professor Gero Hilmer, also Geophysiker aus Hannover, gab es mal eine ZDF-Reihe und dann waren im Amazonas mittendrin, also kurz am Fuße innerländisch gibt es Tiere, also Fische, die von Salzwasser leben. Wie kommen die weit weg vom Meer da in den Amazonas da oben hin? Und die Erklärung war und ist einfach, dass die Berge sich hochgehoben haben. Früher hatte dieses Gebiet noch Verbindung mit dem Meer. Der Gero Hilmer hat damals ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, ein paar Jahre her, 8, 9 Jahre oder so, geschrieben, dass zur damaligen Zeit noch beide Kontinente Afrika und Südamerika zusammengehörten und dass aus dem Schatzsee in Afrika der Amazonas nicht praktisch in den jetzt in den Atlantik floss, sondern umgekehrt, der aus dem Schatt praktisch der Fluss, oder quasi der Amazonas praktisch dorthin auf die andere Seite westlich von Südamerika, also durch Südamerika hinweg, in das damalige Urmeer, sage ich jetzt mal so. Dann kamen die Anden hoch und dann wurden diese Tiere, die eigentlich Verbindung hatten mit dem Ozean, kamen das hoch und wurden abgeschnitten und sind seit der Zeit praktisch in Mittelamerika, mitten im Amazonas. Das hat auch der Gero Hilmer praktisch so dokumentiert und da hat er auch vollkommen recht. Wir sind nur unterschiedliche Ansicht hinsichtlich des Zeitpunktes. Er sagt zur Zeit der Dinosaurier, aber vielleicht und ich sage, das ist vor kurzer Zeit geschehen. Selbst die Verbindung zwischen Afrika und Südamerika? Auch, ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also auf jeden Fall haben sich die Berge erhoben. Wenn ich denn behaupte, dass das relativ vor kurzer Zeit gewesen ist, dann lag auch Afrika und Südamerika noch vor relativ kurzer Zeit zusammen. Und die Überlieferung der Ureinwohner in Südamerika berichten, dass es eine große Katastrophe gab und die Erde eine neue Gestalt bekam. Und so ungefähr wörtlich in einem Geschehen, das für immer unbegreiflich bleibt, veränderten sich der Lauf der Flüsse, die Höhe der Berge und die Kraft der Sonne, Kontinente wurden überflutet. Die Wasser des großen Sees flossen in die Meere zurück. Der große Fluss wurde durch eine neue Bergkette zerrissen. Der Amazonas ist das. In einem breiten Strom trieb er jetzt nach Osten. An seinen Ufern, also
Und in vorher den Atlantik, nach Westen, wenn der früher anders war. Das bezeugen auch die alten Überlieferungen. In den östlichen Gebieten des Reiches breitete sich eine schwüle Hitze aus, also der heutige Amazonas. Im Westen, wo sich gewaltige Bürger aufgetürmt hatten, erfroren die Menschen in der bitteren Kälte der Höhlen, also oben. Das bezeugen, genau das, was Sie beschrieben haben, bezeugen auch die alten Überlieferungen, ja, die eigentlich unglaubwürdig erscheinen. Aber durch die Funde, eigentlich im Nachhinein, bewiesen wurden, denn diese Inkas, angeblichen Inkas, wenn sie denn welche waren, die da oben gefunden wurden, die sind erst noch gar nicht vor so langer Zeit gefunden worden. Das hat man früher für nicht real gehalten, sage ich jetzt mal so. Also der Amazonas hat auf jeden Fall seine Fließrichtung geändert, wie gesagt, auch durch wissenschaftliche Meinungen unterstrichen. Ja, der Amazonas hat seine Fließrichtung geändert und das alles, wie gesagt, hat der Gero Hilmer auch richtig im ZDF beschrieben. Und das Ereignis hat sich tief in das Bewusstsein der Menschen eingegraben. Die berichten genau von diesen Geschehnissen. Jetzt muss ich nochmal fragen, du hast vorhin den Tschadsee erwähnt und die Verbindung mit dem Amazonas. Aus dem Tschadsee ist der Amazonas geflossen. Ja. Ja. Und der Tschadsee ist bis in den Pazifik. Kommen wir vielleicht noch. Bis in den Pazifik. Ja. Muss ja bedenken, dass der Tschadsee früher einen großen Teil von Afrika eingenommen hat. Der war um etliches größer. Da kommen wir noch gleich zu, aufgrund von anderen Betrachtungen, zum Beispiel von Dinosauriern. Und aber der Tschadsee war wesentlich größer früher. Der ist zusammengeschmolzen, wie zum Beispiel das Kaspische Meer auch. Und von da aus floss praktisch über Afrika hinweg, was wir heute Afrika nennen und Südamerika, das genau in den Pazifik hinein, in den damaligen Urpazifik. Und durch die Erhebung der Bergkette, also der ist das nachher anders geworden. Und gleichzeitig müssen natürlich auch sich die beiden Kontinente getrennt haben. Und würdest du sagen, das war eine Katastrophe oder verschiedene? Ja, es war eine Katastrophe, die hintereinander sozusagen, also nicht an einem Tag, aber die sich hintereinander wegereigneten. Und du sagst, das ist dann alles nur ein paar tausend Jahre her sozusagen. Ja. Auch dass Afrika und Südamerika verbunden waren. Ja. Es kann nur wenige tausend Jahre her sein, weil alle Erscheinungen da relativ jung sind. Wie ich gerade sagte, es gibt eigentlich nichts, nicht wirklich nirgendwo etwas Altes in dem Sinn. Und die Szenarien, wir kommen da jetzt, schweife ich ein bisschen aus für die Begründung. Die Szenarien sind einfach so, dass man früher glaubte, dass die Erde, also als ich jung war, in der Schule haben wir gesagt, die Erde schrumpelt, weil sie heiß ist, wird immer kälter, schrumpelt und deswegen entstehen die Berge, wie so die Haut auf einen Apfel, wenn man den grillt. Das sagt man heute nicht mehr. Heute sagt man, die Erde ist konstant groß. Es besteht die dritte Möglichkeit, die Erde wird langsam größer. Sogenannte Erdexpansion, 1934 schon dargestellt von Hildenberg, der auch an der TU Berlin studiert hatte. Und es gibt auch Globen darüber. Und man muss immer eins bedenken, dass alle Kontinente dieser Erde kann man auf eine Kugel platzieren, die diese Kugel umhüllt. Also so eine Pangea ist ja die Urerde, sagen wir, also als Pangea-Erde, als Urerde. Und die wäre dann ungefähr so 65% der heutigen Erde nur groß, also vom Durchmesser her. Und erklär das nochmal, also wenn es keine Meere dazwischen hätte. Keine Meere dazwischen. Man kann also, es gibt Globen, die das auch darstellen. Ich habe so einen Globus. Da ist alle Kontinente sozusagen, nur Kontinente. Außen ist die andere Erde und dann sieht man, wie die darunter liegen. Wenn man das denn zum Beispiel aufblähen würde, dann entstehen die heutigen Kontinente. Der Vorteil dieser Theorie ist, dass die Kontinente nicht zu schwimmen brauchen.
der Wissenstand, laut Wissenschaft ist heute so, alle Kontinente hingen damals zusammen, wie ich schon gerade sagte, aber da man denkt, die Erde war immer gleich groß, kann ja nur dieser Erdmasse, die ja nur 30% der Erdoberfläche heute ausmacht, als Insel herumgeschwommen sein. Und dann haben sich die Kontinente auseinandergedriftet. Das bedeutet, die müssen auf dem Untergrund sozusagen sich fortbewegt haben. Ich sag mal, als, glaube ich, als einer meiner im Studium auch meiner Fachgebiete gewesen, und ich habe es auch ausgerechnet in einem Buch, wenn ich jetzt Kontinente auf diesem Untergrund, den es heute gibt, verschiebe, ich weiß nicht mehr, sagen wir mal nach 4 Kilometern, so je nachdem, welchen Reibungsfaktor man ansetzt, würden die Kontinente zerreißen. Man kann so eine Kontinente nicht unendlich weit verschieben. Sieht man aber die heutigen Szenarien der Geophysiker, dann wird einmal da der Kontinent da und da, der schwimmt hin und her. Es gibt dann ein Buch vor Jahren, war sogar ein Bestseller, Deutschland liegt, lach mal am Äquator. Warum? Weil in 20 Meter Tiefe hier bei Köln und Bergisch Gladbach man die Fauna, die Serengeti findet, mit allen Tieren, die es da vielleicht unten gegeben hat. Also ist natürlich die Logik von der Wissenschaft her, Afrika, Deutschland hat am Äquator gelegen. Nee, also, Deutschland hat immer da gelegen oder Mitteleuropa, wo es war, bloß die Klimatik hat sich geändert. Das ist das Ganze. Denn die Kontinente können nicht wandern, sich verschieben. Sie würden auch aufgrund der Reibung, da habe ich auch, wie gesagt, rechnerisch dargestellt, nur wenige Kilometer werden überhaupt, aber nicht über Hunderte oder weiß ich, 1000 Kilometer hinweg schwimmen und sich bewegen. Da muss ich nochmal fragen. Also das, was ich in der Schule gelernt habe, dass es gibt Kontinentalplatten und die verschieben sich und wenn die aufeinandertreffen, dann wölben die Gebirge auf und so weiter. Also das habe ich in der Schule gelernt. Und ja, das ist natürlich, genau das meine ich ja gerade. Mhm. Aber diese Reibung geht ja auch nicht. Ja, es gibt, man kann nicht auf dem Untergrund, man kann hier auch nicht irgendwas auf irgendeinem Untergrund beliebig verschieben. Gibt einen Reibungsfaktor und dann zerreißt das eben. Ja, das genauso, weiß ich, als ich Statik gelernt habe, zweite Unterrichtsstunde Statik, man richtet eine Betonmauer auf seinem Grundstück als Befestigungsmauer oder als Grenzzaun und man macht nichts. Man betoniert das einfach. Dann reißt das alle 5 Meter auf. Deswegen muss man alle 5 Meter möglichst eine Dehnungsruhe machen, wegen dem Reibungsfaktor. Die reißt einfach auf, die Wand. Da kann man machen, was man will. Deswegen muss man die bewähren, damit die Zugspannung aufgenommen werden. In den Felsen gibt's aber keine Zugspannung. Ja, Felsen nehmen höchstens 10% Zugspannung auf, im Verhältnis zu den Druckspannungen. Druckspannung, okay, hochfest. Zugspannung, nicht. Genauso Beton ist hochdruckfest, aber nicht zugfest. Deswegen legen wir ja Bewehrung in unsere Stahlbetondecken, damit die überhaupt halten. Ohne dessen können wir ohne Stahl keine Stahlbetondecke machen. Dasselbe, alles dasselbe ist mit dem Untergrund. Es geht einfach nicht. Ja, und dass das so nicht stimmt, dass sich die Kontinente verschieben, an Südamerika. Wenn jetzt Südamerika sich verschieben sollte, was auch so behauptet wird, Afrika und Südamerika schieben auseinander. Wenn ich was verschiebe, wenn es wirklich gehen würde, müsste an der Westseite von Südamerika praktisch eine Bugwelle entstehen. Ich verschiebe ja etwas auf einem relativ weicheren Untergrund. Also in dem Fall ist Basalt, aber wie auch immer. Es müsste also eine Bugwelle sein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Vor der Westküste Südamerika gibt es ein sogenanntes Tiefseegesenke. Also eine tiefe Schlucht. Die ist daher entstanden, weil das Gebirge schnell hochkam. Deswegen ist da ein Riss entstanden, Tiefseegesenke. Aber ich würde sonst eine Bugwelle erzeugen. Diese Bugwellen hat man nirgendwo auf der ganzen Welt nicht. Man könnte natürlich auch sagen, Afrika hat sich nicht bewegt, ja, und Amerika war mal hier und dann wurde es verschoben und die Bugwelle sind die Anden. Ja. Aber dagegen spricht, da bin ich im Konsens jetzt mit aktuellen wissenschaftlichen Darstellungen, ja, wenn sich alles so verschieben würde, müsste Afrika auch irgendwo geschoben werden. Also der afrikanische Kontinent ist nachweislich der Kontinent, der sich insgesamt gesehen heutzutage an allen Rissen, die drumherum sind, mit einem Meer
mittelozeanische, im mittelozeanischen Rücken oder im Atlantik, überall sind diese Risse ja zwischen den Kontinenten. Und um Afrika herum gibt es Risse. Und Afrika dehnt sich nach allen Seiten hin aus. Also es wird nicht zusammengeschoben oder so, es dehnt sich vollkommen auf. Deswegen ja auch in Afrika da dieser große Grabenbruch, der ständig größer wird und man nichts dagegen machen kann. Afrika wird immer größer. Südamerika hingegen nicht. Die sind relativ gleich geblieben. Man sieht ja auch, dass die früher zusammen waren, weil der Westteil sind die Berge in die Höhe gegangen und der sozusagen Atlantik hin, dann geht das flach ins Meer, also noch, ich weiß nicht, lang, zig Kilometer ins Meer hinein und dann mit einmal kommt eine Abrisskante. Diese Abrisskante ist weltweit an den Kontinenten 4 Kilometer tief. Das ist ein großes Phänomen, ein unerklärtes Phänomen. Alle Kontinente haben diese 4 Kilometer tiefe Abrisskante am Meer. Und wenn man die Afrika zusammenfügt, dann passen die da genau an dieser Kante, nicht an den heutigen Uferlinien, sondern an dieser Abrisskante, den sogenannten Kontinentalabhang, dort passen die zusammen. Ja? Und man hat das ist bis heute nicht erklärt offiziell, an diesen Hängen, wie bei der Hudson-Rinne, ist nachweislich, dass das Wasser an diesem Abhang runtergelaufen hat in 3 Kilometern oder so, haben große Ablagerungen erzeugt. Das geht untermeerisch nicht, sondern das muss mal über dem Meer gewesen sein. Das gibt es vor Afrika in einem Kontinentalabhang, das gibt es aber auch bei Südamerika, das gibt es überall. Diese Ränder haben irgendwann mal freigelegen. Und das war wahrscheinlich nicht vor allzu langer Zeit. Man muss jetzt nochmal eben mit der Kontinentalverschiebung, die Alternative ist eben, dass man die Erde vergrößert. Wenn ich die jetzt vergrößere und habe Kontinente umhüllend drauf und verschiebe das, dann bleiben diese Kontinente immer an ihrer selben Stelle, werden nur in der Oberfläche etwas größer, weil die Oberfläche sich vergrößert. Und wenn ich das nach außen schiebe, werden die Kontinente etwas größer, bleiben aber an ihrer Stelle, dort, wo sie sind. Ich brauche keine Kontinentaldrift, wie man heute sagt, sondern sie bleiben an Ort und Stelle. Deswegen braucht sich nichts verschieben und deswegen reißen die auch nicht kaputt. Sondern die werden etwas größer, entstehen mal da und da Risse, aber sie reißen nicht kaputt. Das also ist einfach der Unterschied. Und diese geschickte oder tolle Theorie, schon 1934 vom Hilgenberg gemacht. Ich habe auch mal mit seiner Tochter gesprochen, die mir so verschiedene Sachen aus seinen Forschungen gegeben hat. Ich habe auch Kontakte mit den Geophysikern aus Rom, großes physikalisches Institut, dass meine Meinung, die ich ja sage, mit der Expansion der Erde genauso vertreten, die auch dann wurden daraufhin aufgrund meiner Einlassung schon 2002, glaube ich, wurden diese Hilgenberg-Globen, die Vergrößerung zeigen, ausgestellt an der TU, haben noch Bilder gemacht an der TU Berlin, so als im Grunde Alternativmodell. Und dieses Alternativmodell zeigt eben, dass es viel alles erklärbar ist und man keine Krücken braucht. Zum Beispiel, ich sagte, dass die Kontinente kaputt reißen durch diese Reibungsfaktoren und so weiter. Und dann ist ganz klar, wenn man eine konstante Erde hat, dann hast du jetzt in den mittelozeanischen Rücken, soll ja immer neues Material entstehen. Und dann sollen die Kontinente weggeschoben werden, immer weiter weg. Wie ich sagte, dann müsste ja irgendwo eine Bugwelle sein, aber müsste auch Afrika weggeschoben werden. Aber Afrika ist nachweislich, wird immer größer. Da wird nichts geschoben, sondern Afrika selber wird größer. Das alles passt einfach nicht zu den Erklärungen. Mit der Erdexpansion kann ich alles ganz elegant erklären, warum die Kontinente auseinandergehen. Die sind im Zentimeterbereich jedes Jahr, manchmal bei manchen Stellen 2 Zentimeter, bei anderen gibt es auch, sagen wir, glaube ich, 11 Zentimeter pro Jahr wird die Oberfläche in den Ozean unten größer. Das ist definitiv. Da brauchen wir nicht, das ist gemessen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. So, wenn aber die Erde konstant ist, muss ja was verschoben werden. Und dann habe ich mehr Material, Oberfläche, dann muss die vernichtet werden. Deswegen sind die Geophysiker auf die Idee gekommen, irgendwann
in den 60er Jahren, nachdem man es selber früher verlacht hat, dass es Tiefseegesenke gibt, also irgendwo, wo dann diese Kruste wieder abtaucht und vernichtet wird. Ich muss ja die neue Kruste vernichten, damit der konstant bleibt, der Erddurchmesser. So, und ich habe nachgewiesen, auch hier rechnerisch nachgewiesen, und das ist auch, ich habe das durch den Prüfen nur nachprüfen lassen, da brauche ich keinen für, weil eigentlich gar nicht so eine schwierige Rechnung sind, dass Kontinentalschollen nicht in den Untergrund eingeführt werden können. Warum? Weil der Untergrund immer dichter wird, immer schwerer wird. Und ich kann kein leichtes Material so einfach in ein dichteres Material praktisch hineinbringen. Das geht so nicht. Da würde alles komplett auseinanderreißen, da taucht nichts ein. Das geht so gar nicht. So, nehmen wir die Erdexpansion, dann ist das viel einfacher. Denn nämlich an den ganzen Rissen in den Ozeanen, die neu entstandene Oberfläche, Erdoberfläche in den Ozean, und addiere das habe ich mal gemacht, und sage, heutzutage wird die Erde um diesen Betrag größer. Dann gibt es verschiedene Berechnungen auch von anderen Fachleuten, also ich bin da nicht allein oder so, nicht, dass man das glaubt. Es gibt auch Max Lohn, so Geophysiker und Geologen auch aus Australien und so weiter, die ja diese Theorie vertreten. Also das ist keine Exotentheorie, sage ich jetzt mal so. Und wenn man jetzt diese neu entstandenen Flächen dem Erdumfang sozusagen hinzurechnet jedes Jahr, dann sind die Untersuchungen von verschiedenen Kollegen so und so. Und ich habe auch mal berechnet, also wie auch immer, wir kommen irgendwo alle in einem Bereich von wenigen Zentimetern. Also die Erde wächst derzeit nachweislich auch im Zentimeterbereich. Also nicht plötzlich schnell, sondern es entsteht ja relativ kontinuierlich der neue Seeboden, und der Durchmesser wächst derzeit im Zentimeterbereich. Also Radius der Erde wächst. Wächst im Durchmesser. Und früher war es bestimmt mal mehr. Warum? Wenn die kleinere Erde ist, dann findet, wir haben höheren Druck in der Erde, dann findet eine Druckentlastung statt nach außen hin. Das bedeutet, dass die Erde größer wird. Also eine größere Erde, da wehren sich die Fachleute gegen und sagen, es bedeutet eine höhere Masse der Erde. Das stimmt aber, das ist richtig, das könnte nicht passieren, im Grunde passieren. Die Wirklichkeit ist folgendes, dass wir haben relativ dichtes Material, also je tiefer wir kommen, das nachgewiesen, wird das Material, hat immer große Rohdichten, also wird immer schwerer. Wenn ich jetzt sage, nicht alles wird nach innen gedrückt, sondern ich habe einen ganz normalen Körper im Raum, dann der einen gewissen Druck hat, und außen im Weltall ist relativ wenig Druck, dann wird dieser Planet auseinandergehen, langsam wie so ein Kuchen im Ofen, sag ich mal im Prinzip. Und man hat nachgewiesen, dass über dem Erdkern, also unter dem Erdmantel, also zwischen Erdkern und Erdmantel, im Grunde eine Transformation stattfindet, und aus dem dort unten vorhandenen Material wird aus praktisch einem Volumenteil 1,83, glaube ich. Also verdoppelt sich das Volumen durch Druckentlastung um das fast Zweifache. Das heißt, ich habe mehr Volumen, aber das Gewicht, also die Masse, bleibt nach wie vor gleich. Und deswegen ist die Erde eigentlich gleich schwer, auch wenn sie expandiert, aber sie wird durch Druckentlastung nach außen im Grunde größer, weil wir immer weniger Rohdichten haben. Also unsere Erdschichten oben auf der Oberfläche sind am leichtesten. Die werden alles, was da drunter ist, wird immer schwerer und immer schwerer. Das ist physikalisch auch überhaupt gar kein Dissens. Das ist so, und das kann man also das Ganze ein bisschen anders erklären, wenn man die alten Schienen sozusagen verlässt und sich da logisch mit befasst. Das hat aber schon, das nicht von mir erfunden, das hat schon der berühmte Professor, da gibt es ein Buch über die Erdexpansion von 1960 schon genau ausgeführt, dass das gar nicht anders sein kann, als dass die Erde expandiert. Das ist nicht neu oder so, aber Da ist noch eine Frage dazu. Ja. Also nur um das nachvollziehen zu können, also das Modell ist, am Anfang war einfach so, also wie so ein Kontinentalball, da waren keine Meere in dem Sinne, und dann ist wie so ein Luftballon aufgeblasen worden, und es entstanden Risse zwischen diesen
jetzt Kontinenten, die sich mit Wasser gefüllt haben? Oder woher kommt dieses Wasser? Ja, gute Frage, genau. Hätte ich auch vielleicht schon ausführen sollen. Also man hat ja auch früher das nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Angeblich war die Erde ja mal einmalig, aber inzwischen hat man, wenn man die Untersuchungen sieht, also im Universum, dann hat man heute Wasserplaneten entdeckt und dass es Wasserplaneten gibt. Die Erde war sicherlich früher quasi ein Wasserplanet. Es gab keine großen Gebirge. Es war relativ viel Wasser da. Und eins ist klar und auch heute auch wissenschaftlich eigentlich nicht bestritten. Zu Zeiten der Dinosaurier gab es gar keine hohen Berge. Es gab zu Zeiten. Also eigentlich dieser Kontinentalbank, Ball umgeben von Wasser war sozusagen. Und erst quasi durch Wasser. Durch die Expansion, die Risse, konnte das Wasser abfließen in diese Risse. Also auch leichte, sagen wir mal, leichte, wie Inseln oder so, leichte Erhebungen, aber keine Gebirge oder so. Ne? Also da gab es auch leichte Erhebungen, aber es war viel Wasser da und es gab aber keine hohen Gebirge. Eins ist klar, Dinosaurier können in 2, 3, 4 Kilometer Höhe, wo sie gefunden werden, heute auch in Arizona, ich bin da überall bei diesen Städten gewesen, die können auch nicht existiert haben in 3, 4 Kilometern Höhe. Genauso wenig wie in den Anden. Aber man findet hoch in den Anden Fußspuren von Dinosauriern, die auf schiefen Felsplatten sind. Das heißt, die haben das erzeugt auf der geraden Fläche und dann wurden die Gebirge erst schiefgestellt. Anders geht's ja nicht. So, und zu Zeiten der Dinosaurier gab es keine hohen Gebirge. Da gab es nur leichte Formationen. Und eins ist auch klar, auch wissenschaftlich unwiderstritten, in der Kreidezeit, Blütezeit der Dinosaurier also, waren die Meere vom Nordpol bis zum Südpol überall 20 Grad warm. Die Tiere lebten in einem ganz anderen klimatischen Verhältnis. Und ich bin, da es keine hohen Gebirge nicht gab, so wie man heute darstellt, in irgendwelchen Szenarien. Ja, wie ich das auch schon in meinem Dinosaurier-Handbuch beschrieben habe. Denn Dinosaurier waren, und das kann ich begründen im Grunde, waren Wassertiere und keine landlebenden Tiere, weil der größte Tier, das heute existiert, ist ein Elefant. Größer geht's nicht, da ist jeder Zoologe wird mit mir übereinstimmen. King Kong kann es nicht geben. Sind wir auch alle eine Meinung, weil wenn man alle Tiere vergrößert, dann nimmt das Innere im Kubik zu, also hoch 3, also ein Faktor 10 hoch 3, während die Oberfläche nur im Faktor 10 hoch 2 wächst. Also das passt alles nicht zusammen. Das größte Tier lebt nicht umsonst in den Meeren. Ne? Und auf der Erde kann so ein großes Tier einfach nicht existieren. Und das muss andere Schwerkraft geht gar nicht. Ne? Dinosaurier sollen vielleicht bis zu 50 Meter groß gewesen sein. Und dann habe ich mal irgendwo geschrieben, das schafft gar kein Herz. Ich war im Fernsehen, wie gesagt, mit diesem Thema als Hauptdarsteller und habe ich da im Museum dargestellt, wenn dieses Herz müsste von so einem, weiß ich, 15 Meter großen Saurier 2 Tonnen gewogen haben. Wenn es aber 2 Tonnen gewogen hätte, würde das Herz zu langsam schlagen. Ja, dann haben die Wissenschaftler gesagt, dann hat es eben 7 Herzen gehabt, verteilt im Körper. Da gibt es aber gar keinen Beweis für. Weil man, glaube ich, nur einmal irgendwas mit dem Herz gefunden hat. Es gibt gar keinen Beweis dafür. Also es auch wenn ein Raubsauer sich hätte, wäre umgefallen mit seinen verstümmelten Armen, der wäre nie wieder hochgekommen. Das kann man mal machen, das geht alles gar nicht. So, die Tiere waren sicherlich wasserlebende Tiere, weil wenn man auch in Arizona, ich habe mit den Hopis da gesprochen, beziehungsweise mit den Navajos, und dann sagte der, ja, da muss man denken, da ist der sogenannte Hopi-Lake, der ist praktisch, war früher Wasser. Dort findet man, ich war 2, 3 Mal da, versteinerte Dinosaurier-Skelette, versteinerter Kot, sogenannte Kopolite, Fußspuren, alles ineinander an der Erdoberfläche. Da war gar nichts verschüttet. Da war früher ein See. Und in dem Seeboden ist das alles drin. Und dann habe ich zu dem Navajo gesagt, wie alt sind denn deine Sachen hier, die an der Erdoberfläche liegen? Und man hat auch versteinerte, die sind auch dokumentiert, versteinerte Fußabdrücke von Menschen gefunden in diesen Schichten dort. Und dann sagte der, 140 Millionen Jahren zu Zeiten der Dinosaurier. Und dann frage ich ihn, was sagen denn eure Mythen über Dinosaurier oder diese großen Tiere? Die lebten zusammen mit unseren Vorfahren. Ich sage, wann? Vor 140 Millionen Jahren oder reden wir da über wenige tausend Jahre, wenn überhaupt? Und in den ganzen
In den ganzen, ich habe mir das alles angeguckt, in den Felszeichnungen sind zum großen Teil ab und zu, sage ich jetzt mal so, großen Teil ist übertrieben, ab und zu tatsächlich Dinosaurier nachgestellt. Wie hier, wie man vielleicht auf dem Foto sehen kann, aus dem Nationalpark, sieht man eine ganz klare Darstellung eines Psittacosauriers, der mit dem Kopf aus den Wellen herausguckt. Das ist eindeutig. Und die Indianer berichten eben, dass diese großen Tiere fast in allen Seen gelebt hatten. Also nicht nur in Loch Ness vielleicht. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ich denke, dass es da auch große Tiere gegeben hat zu früher. Naja, das Krokodil noch so ein Beispiel, oder? Ja, also Krokodil Wasser, oder auch Reptil. Praktisch Saurier-mäßig Überlebende der letzten großen Katastrophe. Wenn ich denke an Siegfried oder so, der hat einen Drachen da die Zunge rausgeschnitten, im Drachenblut gebadet, diese und Darstellung von solchen Tieren gibt es ja genug, ne? Und da in Rom gab es mal aus Mittelalter Darstellung, dass praktisch so ein Tier in Rom damals, sag ich mal, so bedrohte oder wie auch immer, ob das, man glaubt, dass alle alte Märchen sind, aber warum sollen die Dinosaurier die Katastrophe nicht überlebt haben, ne? Krokodile und alles, was man so hat, damals, Tiere, die es damals auch gab, haben zum Teil überlebt. Um nicht so, vielleicht gibt es den Wassertieren in den Ozeanen noch solche Tiere. Also ich kann mich erinnern, ich habe das irgendwo beschrieben. In Damensöttingen, glaube ich, da hat man mal im Pazifik ein großes Tier gefunden mit vier großen Flossen. Dann hat die Regierung Tokio dieses Tier praktisch als Schwimmsauer dargestellt. Ja, weil es gibt kein Tier mit so großen vier Flossen heutzutage, nur damals, zu damaliger Zeit. Und diesen Kadaver hat man gefunden, da habe ich auch Fotos von. Und man hat das untersucht, man konnte das keiner wirklich im Tier zuordnen. Und Japan hat deswegen eine Briefmarke herausgebracht anlässlich diesen Fundes. Und darauf ist ganz klar so ein Schwimmsaurier dargestellt. Ja, das ist damit bezeugt worden, dass man praktisch einen Saurier gefunden hat. Und früher hat man seine Tiere ja auch auf alten Karten gezeichnet und die im Mittelalter oder so, die hatten schon Angst auch manchmal vor so großen Kreaturen im Meer. Damals fuhr man ja noch ohne Motor ganz leicht vor sich hin, also still vor sich hin, und dann zeichnen sich mal die Tiere. Das passiert heute nicht mehr, ne? Die Schiffe heute, die stampfen und machen und tun so auf dem großen, also offenen Meer. Und dann werden die Tiere verscheucht. Wer weiß, was da noch ist. Ich habe mehrere Funde davon gesehen mit Fotos in England und auch in anderen Gebieten. Ich habe auf meiner Homepage auch drauf. Ich sage jetzt mal, da sind eben Tiere, die eigentlich schon teilweise als gar nicht erfasst sind oder als ausgestorben gelten. Ne? Ich denke da, ich glaube, so ein Krusenhai, irgendein Zoologe aus Köln, hat mal in Japan oder so auf dem Markt dann so einen Fisch gefunden. Der war aber angeblich schon seit über 100 Millionen Jahren ausgestorben oder 150 Millionen Jahren. Mehr einmal lag dieses Tier auf dem Tisch auf dem Markt. Ja. Dann hat der seitdem überlebt, hat sich evolutionstechnisch nicht weiterentwickelt. Ja, also die Tiere können schon irgendwo noch überlebt haben und da gibt es auch Fotos und Überlieferungen und Zeichnungen darüber, dass das ihm gewinnt. Viele werden das nicht sein, aber vielleicht werden wir noch mal eines Tages einen finden irgendwo. Würde mich freuen. Ja, diese ganze Sache mit dem, kommen wir zurück auf den Wasserplaneten, wenn also zu Zeiten der Dinosaurier gab es keine hohen Gebirge, da gibt es aber heute auch keine zwei Meinungen drüber im Grunde. So. Und wenn da oben Wasser drauf ist und diese Kontinente reißen auseinander, dann wird dieses Wasser in diese Schluchten reinlaufen. Wo kommt das Wasser sonst her, die Meere? Läuft es da rein, also aus dem sozusagen in dem Wasser, was über der Erde sozusagen war, läuft da rein, und weil natürlich der Abhang durch den Bruch relativ geöffnet war, läuft das Wasser am Abhang runter und erzeugt dort tiefe Kanäle, um erstmal nach unten zu laufen. Und diese Kanäle, die habe ich ausführlich beschrieben, glaube ich, im Irrtümer Erdgeschichte, der Hudson River, wie ich schon sagte, der, ich glaube, bis 3 Kilometer Tiefe kann man nachweisen. Die Kongo-Rinde ist genauso tief und in Afrika und gibt auf der ganzen Welt diese Rinden.
Als das Meer immer da gewesen ist, wo es war, könnten diese Tiefen drinnen in einem Abhang, Kontinentalabhang, nicht erzeugt worden sein. Das muss freigelegen haben. Sonst gibt es da keine so Tiefen drin. Das ist einfach so auf physikalische oder auch aus praktischen Erwägungen heraus. Da brauche ich nicht Bauingenieurwesen für zu stürzen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar gibt es ja viele Modelle für die Erde, sage ich mal so. Ja? Es gibt zum Beispiel noch diskutierte Modelle wie die flache Erde. Es gibt eine innere, hohle Erde. Was sagst du dann aus mit deinen ganzen Rechercheergebnissen zu solchen Modellen? Ich kenne die ganzen Modelle und bin da auch immer mit konfrontiert worden. Und ich sollte über, es gibt ja noch hohle Erde, ne? Genau, ja. Die Erdetheorie ist ja noch eine andere. Und mit der flachen Erde, da gibt es, seltsamerweise da gute Beobachtungen, die wirklich zu hinterdenken sind, was mit unserem heutigen Weltbild wirklich nicht stimmt. Also ich bin mit der Flacherdetheorie oder so, dass so eine flache Scheibe im Universum zum Beispiel ist, das geht gar nicht, sage ich jetzt mal so im Grunde. Das geht zu keiner Art und Weise. Obwohl da verschiedene Fakten sind, die schlecht sind. Da gibt es ja schon ganz alte Überlegungen. Auch, dass die Erde ein Zentrum des Universums, also oder unser Sonnensystem sein soll, gibt es auch tolle Geschichten oder Beobachtungen, würde ich mal sagen, Geschichten noch niemals, die darauf hinweisen, dass vielleicht alles ein bisschen anders ist, als wir heute so denken. Aber die Hohlerdetheorie und die Flacherdetheorie, da das kann so nicht sein. Obwohl wir natürlich unten viele Hohlräume haben. Ne? Denk mal dran, dass in der Türkei alles unterhöhlt ist. In Südamerika sind Höhlen da ohne Ende. Und die Leute haben früher mal wahrscheinlich unter der Erdoberfläche gelebt, weil man oben schlecht leben konnte. Denk mal daran, jetzt auch Nürnberg, da gibt es mehrere, in der Burg da, in dem Gebirge, mehrere Etagen, die ausgehöhlt sind, wo die Leute früher gelebt haben, da ist nur noch heute eine zugänglich. Oder ich war in Augsburg und wenn man da über die Hauptstraße geht, dann ist unten drunter alles, war früher bewohnt. Das ist aber die ganz alten Städte, und es gibt nicht viele davon, die sind alle unterkellert. Nicht nur Paris oder auch Rom angeblich mit den Christen. Naja, aber die sind alle praktisch unterkellert. Also das, da gibt es, ich war in Indien, dann sagten die, ja, hier ist ein Eingang. Ich sage, warum stehen da Wachen davor? Da konnte man mit dem Pferd reingehen, ein großes Tor. Da sagten die, ich war in Südindien, da sagten die, die Gänge gehen bis nach Pakistan und hoch. Und ich bin da nicht reingekommen, weil die waren zu. Ich würde das gerne mal praktisch forschen, aber unterirdisch gibt mehr, als man glaubt. Die Leute haben zum großen Teil, oder in der Türkei gibt es mehrere Stock unter der Erde, die und mehrere sozusagen, sagen wir mal so, unterirdische Städte, die miteinander sogar verbunden waren. Das muss man erstmal machen. Warum macht man das überhaupt? Wenn man ganz leicht oben an der Erdoberfläche hätte wohnen können, würde man das vielleicht gar nicht machen. Das ist mal eine Überlegung. Also, wie auch immer. Ja, wie gesagt, und so haben sich denn die Kontinente gebildet. Ich sag mal, ein plötzlicher Ruck da, also wenn etwas bricht, dann bricht etwas schnell. Und so ist das auch sicherlich passiert. Und dann floss das Wasser praktisch in die Zwischenräume und bilden die heutigen Ozeane. Deswegen sind also weltweit die Kontinente haben Abkontinentalabhang von 4 Kilometern. Also wir haben 2-Schichtensystem, Erdoberfläche und der Meeresboden ist 4 Kilometer ungefähr tief. Das ist an allen Stellen der Erde so. Es gibt keine unterschiedlichen Höhen. Und wenn mal nur mal so vom, ich bin als logisch ausgebildeter Bauingenieur, sagen wir mal, wenn es schon immer eine gleich große Erde gegeben hat und die Kontinente da rumgeschwommen haben, dann hat es drumherum einen Urozeanboden gegeben. So. Aber von diesem alten Urozeanboden ist 0,00 nachzuweisen vorhanden. Nach geophysikalischer Auffassung oder Messung, das Alter ist zu hoch, das habe ich auch schon ausgeführt und dokumentiert, muss man da irgendwie Riesenabstriche machen. Aber wie auch immer, wenn ich das mal offiziell hinnehme, vor 180 Millionen Jahren, 200 Millionen Jahren soll die heute Plattentektonik sozusagen begonnen haben. Die heutige Kontinentalverschiebung. Geophysiker behaupten, wir haben schon mehrere Kontinentalverschiebungen hintereinander gehabt.
Die heutige ist 180 bis 200 Millionen Jahre alt, angeblich. Und man findet in den Ozeanen keinen Krümel älteren Bodens als 200 oder 180 Millionen Jahren. Man müsste also auch Krümel finden, die schon von der vorigen oder davor vorigen Plattentektonik herrühren, findet man aber nicht. Die sind alle genauso alt wie praktisch die angebliche Plattentektonikverschiebung der Kontinente, ich sage der Expansion, und älteren Boden findet man nicht. Man müsste also älteren Boden finden, findet es aber nicht. Das ist definitiv so. Ja, wenn man zum Beispiel auch die ansehen, dann war ich da in Nazca, da ist eine Schlammflut gekommen, da sind die Nazca, diese Figuren da drauf, die sollen die Schlammflut älter sein als die Stadt, ist da vergraben worden, die ist nur 1500 Jahre alt. Also das heißt, die Schlammflut ist erst, und da war auch mal im Fernsehen auch mal eine Dokumentation drüber, die ist erst relativ jung. Und dann hat man da so eine Mumie praktisch geguckt, die leben ja auch angeblich, da haben in der Wüste gelebt, und dann hat er sich von Fisch und so weiter ernährt und war wohl ernährt, mitten in der Wüste. Da liegt aber heute, weiß ich nicht, 60 Kilometer von der Wüste, vom Ozean weg. Die Lösung ist, es könnte sein, dass eben sich die ganze Sache gehoben hat und früher Nazca eben am Meer lag. Und man sieht aber auch, dass zwischen Nazca und dem Meer heute zum Beispiel Wale, wie wir auf dem Foto sehen, versteinerte Wale, heute auf der Oberfläche liegen, und zwar zuhauf, sage ich jetzt mal so. Wie lange bleiben die überhaupt da liegen, so in dieser Art und Weise? Millionen von Jahren, oder reden wir da noch über jüngere oder kürzere Zeiträume? Ne? Und es ist so, es ist ein schräges Gelände, als die Schlammlawinen kamen, Fluten kamen, dann wurde diese ganzen Tiere, die dort lebten, und da lebte auch damals also ein Faultier da, und man hat auch riesen Pinguine gefunden, die an Land leben, zusammen mit Tieren aus dem Meer, und die sind alle hydrodynamisch praktisch sozusagen abgelagert. Das heißt, die größeren Teile bleiben schneller liegen, deswegen sind die Wale an einem bestimmten Gebiet als Massengrab, denn weiter sind die kleineren Tiere und dann weiter unten noch kleiner und noch kleinere sind hydrodynamisch sortiert abgelagert. Das spricht also auch denn für zum Beispiel für eine schnelle Hebung, und noch vor kurzer Zeit lag sicherlich Nazca am Rande des Meeres. Das sieht man ja auch, wo war das da auf Haiti zuletzt, da war ein Erdbeben. Und da waren Häuser, die waren ein ganzes Stück, ist ja auch dokumentiert worden, hier in ZDF oder ARD-Nachrichten oder weiß ich, und lagen ein ganzes Stück vom Strand weg. Und dann kam dieses Erdbeben, und einmal lagen diese Häuser plötzlich am Strand selber. Es hätte auch schief gehen können, und die Häuser wären praktisch unter Meer gewesen. Ne? Unsere Vorfahren wären sowieso, also die Überreste unserer Vorfahren liegt heute unter dem Meer. In diesem flachen Kontinentalsockeln und nicht irgendwo an den heutigen Uferlinien. Und auch in Ägypten vor Nil hat man die alten Kulturbauten unter Wasser gefunden, oder auch in der Türkei. Ich war in Indien, da haben sie gesagt, da ist hier eine alte Stadt. Ja, habe ich damals gesagt, schon 20 Jahre her, wenn ich vielleicht heute da unten irgendwo auf dem Meeresboden. Ja, hat man hier entdeckt. Die liegen tief unter dem Meeresboden. Das heißt, die liegen so tief, dass der ganze Wasserspiegel war wesentlich geringer. Physikalisch. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil vorher mit der Expansionstheorie, da war doch eher die Erdkruste noch viel mehr von Wasser überlagert sozusagen. Ja. Und dann hat sich die Expansion begonnen. Das heißt, die Kontinente sind nach oben gewachsen. Auseinandergegangen, ne? Ja, genau. Beziehungsweise das Wasser ist in die Rinnen gelaufen. Gewandert, aber durch die Vergrößerung haben sich voneinander entfernt, ja. Und dann gab es dann nochmal eine Tendenz, wo dann wieder das zurückging, dass wieder Wasser Kontinente überlagert hat. Ja, zu damaliger Zeit, irgendwann waren die Ozeane nicht so voll Wasser wie heute, ne? Man geophysikalisch bestätigt ist,
dass die Ozeane noch vor 5000 Jahren offiziell 120 Meter tiefer lang als heute. Das sieht man zum Beispiel, indem man zum Beispiel den Persischen Golf nimmt. Und dann denkt man, ist der Persische Golf immer schon gewesen. Er hat aber nur, weiß ich, 100 Meter oder plus 100 Meter Zugang von vorne. Und man ist nachgewiesen, dass dieser Persische Golf früher komplett von unseren Vorfahren damals besiedelt war. Dasselbe gilt eigentlich auch im Grunde fürs Rote Meer. Da ist nur ein kleiner Zugang, der ist auch nur 100 Meter plus hoch. Und als im Grunde vor relativ kurzer Zeit die Spiegel noch 120 Meter tiefer waren, war das Rote Meer trocken und auch der Persische Golf war trocken und der war damals besiedelt. Das liegt heute alles unter dem Meeresspiegel, sage ich jetzt mal so. Dasselbe sieht man am Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer wurde mal geflutet, was kaum bekannt ist, durch Hebungen in Asien mit Schlammfluten. Und dann kam Süßwasser in das Schwarze Meer. Das Schwarze Meer war vor kurzer Zeit noch Süßwasser, kein Salzwasser. Dokumentiert auch von den Geologen Pittman und Ryan in dem Buch, und die Sündflut gab es doch. Und damals lagen diese ganzen Besiedlungen, ich habe auch mit so einem Ausgräber da gesprochen, lagen so 120 Meter tiefer. Also die findet man heute 120 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dann kam nach Pittman und Ryan, ich sage, das ist jünger her, aber kurzer Zeit her, aber die sagen, vor 7500 Jahren war dann das Mittelmeer war ja einmal ohne Wasser, nachgewiesenerweise. Wenn man zum Beispiel Gibraltar heute ins Museum geht, gibt es so einen Film, da wird auch dokumentiert, das Mittelmeer war im Grunde wasserleer. Da wird das beschrieben, das soll vor 5 Millionen Jahren gewesen sein, das war ich zu bezweifeln. Aber wie auch immer, Pittman Ryan beschreiben durch Ortsuntersuchungen, also durch auch Bohrkernen und so weiter, dass das Wasser im Mittelmeer stieg und dann bei den Dardanellen und bei der Türkei sozusagen den Durchbruch zum Schwarzen Meer gefunden hat und dann dieses Schwarze Meer geflutet hat mit Salzwasser. Seitdem gibt es erstmal Salzwasser im Schwarzen Meer. Dann mussten die Leute flüchten. Und flüchteten, das nachgewiesen auch in dem Buch, und das ist auch richtig, was die da schreiben, bis nach Indien und so weiter, sind die dann wieder überall ausgebreitet. Man muss bedenken, dass vor wenigen tausend Jahren rund um Mittelmeer keine Besiedlung gab. Also auch vor Christus irgendwann, sagen wir vor 3000 Jahren, gab es rund um Mittelmeer wahrscheinlich keine Besiedlungen, weil das Süßwasser gab es gar nicht mehr. Und Pittman und Ryan beschreiben das. Sie legen das auf einen Zeithorizont von vor 7500 Jahren oder so. Egal. Und schreiben, dass es das letzte Zufluchtsbecken, also Süßwasserbecken, das Schwarze Meer war. Und alle sind da hingezogen. Ich bin rund ums Mittelmeer, wenn ich sage, alle antiken Städten besucht habe, ist vielleicht übertrieben. Aber sehr, sehr viele. Und als Bauingenieur und Bauunternehmer, ehemaliger, sehe ich mir immer an und ich denke immer, auch beim Bauen gibt es eine Entwicklung von einfach zum Guten oder zum Idealen. So, ist aber nicht. Wenn man rund ums Mittelmeer geht, sind die ersten Schichten unten, ein, zwei Schichten, fugenlos, glatt, ideal die Steine zusammengefügt. Darüber wird es etwas primitiver, bis nachher oben Schutt kommt. Das heißt, die Leute haben mit den Resten, die nach den Erdbeben und so weiter waren, denn sozusagen mit den Resten sozusagen die alten Bauten noch wieder aufgeschüttet. Das kann man rund ums Mittelmeer bei den alten prähistorischen Städten sehen, die manchmal so sinnlos aufeinander geschichtet, dass da irgendwelche Zapfen und so heute waagerecht, die senkrecht sein müssen, waagerecht aufeinander aufgeschüttet sind. Und wer das mal alles kritisch, so wie ich das jetzt sage, dass von super gutes Bauen zu einfachen Baustilen praktisch sozusagen nach oben hin geschichtet ist, der wird mir recht geben. Und jeder kann auch mal seine alten Fotos da mal, wenn er irgendwo war, auch in der Türkei oder so, mal nachgucken. Das ist rund ums Mittelmeer so. Hör mal da im Libanon auch, da war so eine römische Stadt. Und dann sagten die, ja, diese Stadt ist von den Mohammedanern gegründet worden. Die damals da 900 oder so nach Christus gelebt haben und so. Da habe ich gesagt, hier ist alles römisch, ne? Alles römisch geschlagen, die Kapitäle, alles römisch. Habe ich zu dem gesagt, da war ein Reiseführer, gesagt, römisch?
römisch, da sind doch keine, nicht von Mohammedanern, das ist römisch. Also ich bin zwar gegen römisch in dem Sinne, aus bestimmten Gründen ausgeführt, mein Buch Kolumbus kam als letzter, da begründe ich das, wie auch immer, da kommen wir heute nicht zu, aber ich sage das, also griechisch, für mich sind eigentlich griechische Baustile, weil es römische Baustile ja nicht gibt. Es gibt eben römisch-griechisch, aber es gibt keinen römischen Baustil, nicht einen einzigen. Genauso wie es keinen römischen Literaten gibt, die sind immer griechischer Herkunft. Also die Griechen waren da, also in deinem Libanon da in Baalbek war das auch, da sagt ein Reiseführer zu mir, ach, hier sehen Sie einen typischen römischen Tempel. Ich sage, was? Ich sage, der ist klassisch griechisch. Römisch? Ja, sagt er, die Römer haben eben einen griechischen Stil gebaut. Ja, sag ich, ja, aber er ist griechisch. Ja, jetzt kommen wir zurück auf die andere, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Römisch, ja, alles römisch. Ja, sagt er, müssen so denken, die Römer sind hier vor, weiß ich, 400 nach Christus oder irgendwann oder 500 weggezogen und die Mohammedaner haben im Stile der Römer gebaut. Ich sag, was? 500 Jahre nachher und dann die Mohammedaner bauen im Stil der Römer? Geht ja gar nicht. Ich, damals meiner Frau, ich sag, ich bin mal weg, ich bin, wo willst du hin? Ich sag, ich zum anderen Reiseleiter dahin. Ich dahin, ich sage mal, alles römisch. Sagt der, das ist ganz einfach, sagt der Mohammedaner sind faul. Entschuldigung jetzt nicht, dass ich hier irgendwie angegriffen werde, hat der gesagt, nicht ich. Und oder sind bequem von mir aus. Und hier gibt es eine alte römische Stadt, 2 Kilometer weiter. Die ist durch Erdbeben zerschüttet worden. Und die haben das hier hingekarrt und haben das hier neu aufeinandergeschichtet. So ist die angebliche momentane Stadt. Ich sag, das ist eine Erklärung, die lasse ich angehen können. So wird es auch gewesen sein. Ja, das war meine, so, und so sieht man das rund um Mittelmeer, diese alten Städte praktisch durch Erdbeben und so weiter in einer bestimmten Phase eben zerstört worden sind. Das ist, rund ums Mittelmeer kann man das beobachten. Also eigentlich, eine Sache, die unbestritten ist und auch die, wie sagt die Geologen, die ich gerade erwähnt habe, auch bestätigt haben. Und du musst eins bedenken, der Ozeanspiegel war ja 120 Meter tiefer. Und dann habe ich auch mal so gesagt, ja, die Ostsee, ne? Ja, sagen halt, ne, wir sind an der Nordsee, die Ostsee ist ja noch schlimmer. Die ist ja relativ flach. Die waren an der Darßer Schwelle ja früher auch in zwei geteilt und so weiter. Da ist ja so ein flaches Stück. Das ist auch noch eine Geschichte für sich, da wollen wir heute nicht weiter drauf eingehen. Aber nehmen wir die Nordsee. Und ich habe, als ich jugendlicher war, auch viel gelesen, wissenschaftlich damals schon. Und dann habe ich so eine Skizze drin, habe ich jetzt bei mir in den Büchern drin, dass der Rhein an England vorbeifloss und die Themse ein Nebenfluss des Rheins war und der Rhein floss nördlich von Edinburgh erst in den Atlantik. Zu der Zeit war der Wasserspiegel 120 Meter tiefer als heute. Erst dann stieg das Wasser langsam an. Die Nordsee ist nur 50 Meter tief. Und nachweislich lebten am Grunde der Nordsee Megalithiker. Ich sage, wer sind Megalithiker? Das sind für mich Kelten, unsere Vorfahren, wie auch immer. Nur mal so ketzerisch gesagt. Dann wurden die haben am Grunde der Nordsee gelebt. Man hat Megalithgräber und so weiter unten am Grunde in der Nordsee gefunden. Nicht nur das, sondern auch verschiedene anderen Sachen. Dort liegen hunderte von Mammuts oder weiß ich auch begraben, die damals in der Savanne praktisch gelebt haben. Dann kam langsam das Wasser und füllte langsam voll. Das kann man auch, ist auch durch die geophysikalischen Anstalten in der Buchdokumentation ganz klar dokumentiert. Die sagen, das ist von der letzten Eiszeit 10.000 Jahre langsam entstanden. Aber wie gesagt, die Nordsee war bis vor kurzer Zeit bewohnt von unseren Vorfahren. Dann kam das Wasser. Reden wir auch von welchem Zeitraum nochmal? Offiziell seit in den letzten 10.000 Jahren fing das langsam an, das Wasser da so langsam peu à peu zu steigen. Ne? Wenn man das auf einen kürzeren Zeitraum bezieht, dann weil eben die Megalithgräber auf 50 Meter Tiefe oder am Meeresboden an der Nordsee eben doch gefunden worden. Das ist eine ganz klare Sache. Und da gibt's auch kein Vertun. Sag ich jetzt mal so. Und deswegen kann diese ganze Flutung gar nicht so lange her sein. Wann haben Megalithiker gelebt, ne? Wie gesagt, wer auch immer diese Leute waren. Da reden wir von 3000 Jahren vielleicht oder erst von 4. Aber klar ist, dass unsere Inseln, die wir alle haben, die friesischen Inseln so, relativ jung sind. Ja, die hat es vor 3000 Jahren. In dem Sinne, haben die sich angefangen zu bilden. Ich habe bei mir auch so ein
übernommen, auch neu gezeichnet, zwar auch von den geophysikalischen Instituten, diese Zeichnung, wie langsam das Wasser gestiegen ist und hat dann irgendwann erst vor relativ kurzer Zeit, ich sag mal vor 3000 Jahren höchstens, die ganzen Inseln gebildet. Die gab es vorher nicht. Ja, das Wasser stand sogar vor 600 Jahren, zu Zeiten der Warmzeit, ungefähr einen halben Meter höher, heißt nachweislich auch geophysikalisch bestätigt. Vor etwa 800 Jahren war das Wasserniveau in den Meeren einen halben Meter höher als heute, weil man davon immer redet, heute erhöht sich der Wasserspiegel, weil wir Menschen das praktisch erzeugen. Und geht die Tendenz weiter? Die gehen unten runter, das sagt man immer. Geht die Tendenz weiter vom absinkenden Meeresspiegel? Nein, der ist noch abgesunken gewesen und seit 600 Jahren steigt der langsam an und wieder. Also der. Also du hast gerade gesagt, vor 600 Jahren war einen halben Meter höher. Höher als heute. Ja. Sank dann aber wieder ab. Ah, okay. Relativ schnell. Man bringt das im Zusammenhang mit der kleinen Eiszeit. So, denn das Wasser in dem Eis praktisch sozusagen gefangen wurde, also es weniger Wasser gab, wie auch immer, und danach geht der Wasserspiegel langsam hoch. Ich habe es auch nachgewiesen. Man sagt immer so und so. Ich habe Wasserbau studiert und dann habe ich mal gesagt, ja, ich will mal gucken, wie steigt der denn überhaupt? Ich brauche ja nur so einen Pegel am irgendwo am Hamburger Hafen und zu gucken, dann sehe ich ja, was da gestiegen ist oder nicht. Nee, sagen die, das geht so einfach nicht. Die messen heute aus dem Weltraum, ne? Und klar ist aber, ich habe das genau ausgerechnet, also der Wasserspiegel steigt derzeit so um gut 1 Millimeter, maximal 2 Millimeter steigt er derzeit schon. Ne? Aber es sind pro Jahr. Pro Jahr, ja, 1 Millimeter oder so, gut plus steigt. Ich habe das auch ausgerechnet und das auch, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen drüber. Mehr ist das nicht. Und die Klimaleute, die messen angeblich den Wasserspiegel nicht bei einem Pegel. Ne? Da haben sie gesagt, nö, das geht nicht. Aus welchen Gründen auch immer, ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ich habe Wasserbau studiert und wir haben ja mal früher mittleres Hochwasser oder so irgendwo gehabt, wo wir vergleichen konnten. Wasserspiegel schwankt ja. Und dann messen die aus dem Weltraum heraus die Wasseroberfläche. Ja, ich sag, da musst du auch erstmal 1-2 Millimeter oder was messen, dann messen die irgendwas. Ich weiß nicht, was da wirklich läuft. Jedenfalls waren wir 1-2 Millimeter und das heutzutage und früher war es mal, wie gesagt, der Meeresspiegel einen halben Meter höher. Also es gibt da keine konkreten Szenarien, sage ich jetzt mal so. Da ist alles denkbar, was da so passieren kann. Vielleicht kriegen wir durch bestimmte Szenarien, wie ich sagte, durch Erdgas oder Methanausgasung, dabei bei Methanausgasung weltweit entsteht ja Kohlendioxid. Das wird heute nicht berücksichtigt. Mhm. Ne? Wenn ich also Erdgas ist Methan zu 80-90%, wenn das kommt und mit Sauerstoff zusammenkommt, dann wird also Methan oxidiert und daraus entsteht Wasser, einmal mehr Wasser, auch in den Meeren, und zum zweiten Kohlendioxid. Ja, dadurch vermehre ich das Kohlendioxid. Das Kohlendioxid schwankt in der im Luftgehalt, je nachdem, ob die Meere kälter sind oder wärmer sind, dann wird etwas mehr gespeichert oder wird abgegeben oder etwas mehr gespeichert. Hängt alles von den Temperaturen ab. Und das, wie gesagt, das Erdgas. Es gibt zum Beispiel vor Norwegen ein über 900 Meter großes Loch. Dort kommt aus diesem Loch, kommt ständig aus dem ganzen Loch Methan heraus. Und dann wird das gespalten sozusagen, also gespalten, entsteht da draus, wenn Sauerstoff da ist, praktisch Kohlendioxid und dann auch Wasser, also mehr Wasser. Und je mehr Methan aus dem Untergrund kommt, desto mehr Wasser und desto mehr Kohlendioxid habe ich. Und man sieht heute in Sibirien oder irgendwo anders, auch in Asien, große Löcher, die dann in sich zusammenfallen, wo große Röhren sind, wo das Methan aus der Erde kommt. Das ist ein anderes Thema, aber ich wollte nur mal so darauf hindeuten, dass daher das Wasser zum großen Teil kommt und auch das Kohlendioxid-Dings. Klar ist aber, das schreiben auch die Geophysiker in ihrem Buch Klimafakten, das kann man ja bei mir auch nachlesen, dass Kohlendioxid nicht in der Lage ist, das Klima zu erwärmen, weil die energetischen Bandbreiten sind nur ganz gering viermal, während zwei Drittel des Klimas praktisch durch die Wolken beherrscht werden und nur noch die, wenn überhaupt, das Kohlendioxid das letzte Drittel beherrschen könnte, da aber schon diese ganze Wolkenbildung und so weiter
praktisch die großen Energiebreiten fast aufnimmt, bleiben nur noch geringe Energiebreiten übrig, die theoretisch zur Klimaveränderung beitragen könnten, aber das passiert praktisch nicht. Und ich habe es auch geschrieben, das ist denn nur dann der Fall, wenn es ganz wolkenlos sein würde und so weiter und so fort. Und auch dann passiert es nicht, weil andere Szenarien maßgebend sind. Das heißt, durch Kohlendioxid kann sich klein ein bisschen verändern, aber dann habe ich eine 0, und x Nullen und dann kommt irgendwas. Und mehr ist das nicht. Und das ist wissenschaftlich schon vor einiger Zeit eindeutig bewiesen worden. Wie gesagt, Klimafakten der Kollegen Geophysiker aus Hannover haben das auch so begründet und geschrieben. Und das ist einfach so. Nur heutzutage so, schreibt jeder über Klima. Früher hat man gar gesagt, Klima. Menschen gemacht, macht man gar nicht mehr. Klimawandel. Aber Klimawandel hatte ich schon immer. Ne? Ich sagte gerade, als die Wikinger in Grönland waren, hatten wir Milchkühe im Stall. Ne? Vor gar nicht allzu langer Zeit kam bei Grenoble die Gletscher von den Bergen. Und zwar jeden Tag Musketenschusslänge. 120 Meter sind das. So. Die Alpen waren da bewohnt, es gab gar nicht viel Eis. Dann kam das Eis runter, bedrohte alles und die Leute haben die Alpen verlassen und sind in die Tiefen gegangen. Das ist nicht nur einmal passiert. Das Eis kommt plötzlich. Und eins ist klar, Eis kommt dann nicht, wenn es kalt wird. Eis kann nur dann kommen, wenn es warm wird, wenn ich Niederschläge habe. Wenn es kalt wird, passiert gar nichts. Die Leute, man glaubt allgemein, es wird kälter und dann kommt Eis. Nein. Kannst du das nochmal erklären? Es kommt nur, wenn es... Wenn ich muss irgendwo was zum Beispiel verdunsten lassen. Zum Beispiel, ich lasse jetzt Wasser im Meer verdunsten und dann habe ich oben in gewissen Höhen, sag mal, Kälte. Wenn ich da 4 Kilometer hochgehe oder so, dann habe ich natürlich eine gewisse Kälte und dann schlägt sich dieser Wasserdampf oder diese Feuchtigkeit eben als Schnee nieder und dadurch entsteht zum Beispiel unter anderem Eis. Sag mal, es kann auch durch Methanausgasung entstehen. Dieses Eis, wie ich schon beschrieben habe, durch Druckentlastung. Aber so könnte es bestehen. Wenn es nur überall eisig ist, dann ist ja kalt, dann bildet sich kein Eis. Kann sich kein Eis bilden, ja? Weil ja nichts da ist. Eis ist gefrorene Feuchtigkeit, also brauche ich Feuchtigkeit. Oder Nässe von mir aus. Wenn alles trocken kalt ist, entsteht nichts. Ist einfach so. Alles andere ist Unsinn. Also man braucht deswegen Wärme, um was entstehen zu lassen, ist Wärme. Also zu Zeiten, eins ist klar, zu Zeiten der Wikinger gab es auf Grönland keine Gletscher. Die schmelzen jetzt auch wieder ab. Vielleicht oben die Bergspitzen waren vielleicht irgendwo ein bisschen Eis. Aber es ist nachgewiesen, dass die Wikinger eben da Weizen angebaut haben und was weiß ich dort. Und man hat dann eine Wikingerfarm unter dem Eis gefunden und amerikanische und ich glaube, schwedische oder norwegische Forscher haben dann zusammen ausgegraben und haben gesagt, ja, als die Wikinger hier waren, kam das Eis und sie sahen das Eis langsam auf die Farmen zukommen und sie haben in aller Ruhe gepackt und weggezogen. Dann habe ich schon mal drüber geschrieben und dokumentiert, dass die nicht nach Europa gegangen sind, weil hier nichts in den Annalen steht. Ich glaube, was von unseren letzten Gesprächen erzählt. Von da aus, weil kürzer auch ist, nach Amerika rüber. Ja. Und dort kann man ja, ich habe bei den heimischen Indianern, kann man genau sehen, dass die genauso die Häuser gebaut haben wie früher die Wikinger und so weiter. Es gibt auch Bezeichnungen zum Beispiel, die haben nach gewissen Sternbildern im Grunde navigiert. Und genau das haben die zum Beispiel die Indianer dann im Nordosten von Amerika auch gemacht oder man hat einen Wikinger-Pfennig in Boston gefunden und noch andere Sachen. Also da gibt es genug und inzwischen ist ja bekannt, dass Wikinger auch auf Newfoundland eine Siedlung hatten. Und da gibt es noch mehrere Gründe, warum Wikinger nicht nur in Nordamerika, sondern auch noch weitergefahren sind von da aus. Also ja, keiner weiß ja auch, dass Wikinger früher nicht nur Schiffe hatten, Kriegsschiffe, sondern Smithsonian Institution auch klar, dass die zweigeschossige Schiffe hatten, das waren ja nicht nur Krieger, das waren ja eigentlich Bauern, sage ich jetzt mal so, oder waren ansässig und hatten ein Deck mit Tieren und der andere wurde gerudert. Also so sind die über die Meere gefahren. Das ist auch heute dokumentiert. Und man hat die Gebiete, die heute unter Eis liegen noch,
Na, da hat es im Weh zum Beispiel, da hat man unter, langsam geht das Eis zurück, da findet man, hat man mehrere Sachen gefunden, Wikingerreste, die unter dem Eis gelegen haben. Das heißt, das Eis kam erst mit der kleinen Eiszeit, also ich sag mal 1250, 1300 kam das Eis und hat die Sachen unter sich begraben. Und noch, man wusste, dass die Wikinger damals denn schon durch die Beringstraße von Grönland ausgefahren sind. Und damals war es eben eisfrei. Und die Engländer und die Spanier haben versucht, diese alten, gibt's auch Karten drüber, die früher gezeichnet haben, das nachzuvollziehen. Und sind daran gescheitert, weil überall Eis war. Das entstand im 1300. Sie konnten da nicht mehr hingehen, diese sogenannte Nordwestpassage. Jeder wusste, die gab es, aber die war vereist mit einmal. Heute kann man, wenn man Glück hat, wieder diese Tour machen. Wie vor, wie lange ist das her? Sagen wir 800 Jahre oder 900 Jahre. Wie damals kann man heute wieder vielleicht da durchfahren. Das haben wir alle schon gehabt. Ist nichts Neues im Grunde. Ja, das im Grunde Berge oder sowas, wie wir eben nochmal sagten, eben wachsen können. Das haben wir nicht weiter ausgeführt, aber das ist heute auch so. Ich könnte jetzt hier mehrere Beispiele nennen, dass bei bestimmten Szenarien sich 400 Meter hohe Berge gebildet haben, auch sozusagen vor Island. Mit einmal waren dann große Inseln da, die vorher gar nicht waren, die dann wieder kleiner geworden sind. Oder aber, wie gesagt, da war so eine Felsnadel mal, die ist so über 300 Meter plötzlich hoch geschoben worden. Die ist dann wieder zusammengefallen und danach gab es eine neue Gebirgsbildung von fast 1500 Meter höher, sage ich jetzt mal, weil sich da so ein Vulkan entwickelt hat. Dies alles, da war in Haiti damals, ich glaube 2010, dies alles hat es schon gegeben. Oder 1916 Chile, in mehreren Gebieten senkte sich die Erde um mehrere Meter auf einer 40 Kilometer langen Strecke, sogar um 300 Meter Tiefe. Die Erde hat ihr Antlitz plötzlich vollkommen geändert. Ne? Davon gibt es unheimlich viele Beispiele. Vor Tokio, der Meeresboden, 1923 um 466 Meter abgesunken, andere Teile um 250 Meter gehoben. Das sind so eigentlich kleinere Sachen, aber die sind schon, wenn das heute passieren würde, oder auch vor Afrika, da waren Sachen, dass 1000 Meter auf eine Länge von ungefähr 1000 Metern und auf eine Tiefe von 1350 Metern unter der Erdoberfläche abgesunken, wenn andere Teile um 350 Meter angehoben wurden. Diese Beispiele gibt es genügend, und zwar in unserer Zeit. Und Wissenschaftler, die wurden letztens auch schon gut, das war vielleicht schon 10, 15 Jahre her, denn bei den Kapverdischen Inseln, da wachsen aus dem Meeresboden heraus neue Inseln, die sind noch untermeerisch und sind inzwischen 1,5 Kilometer, der Kenntnisstand ist jetzt nicht seit gestern, sondern ein paar Jahre alt, hochgewachsen. Und demnächst werden dort neue Inseln entstehen, hat man gesagt. Und sowas entsteht viel häufiger, als man praktisch annimmt. So, und dann hebt sich aber natürlich Tiahuanaco oder Südamerika nicht in die Höhe. Wenn ich jetzt mal das nochmal betrachte, wenn ich eine kleine Urerde habe und die wird größer, dann sprengen diese Erdkruste sprengt auf und es sind Teile überall. Das bedeutet, dieses Teil hat eine Krümmung der Urerde. Wenn jetzt aber die Erde größer ist, hat das eine andere Krümmung und dann liegt dieses Teilstück, weil es ja stärker gekrümmt ist sozusagen, würde auf dem Untergrund hydrodynamisch also sich irgendwie anpassen. Dann würde aber das Mittelteil hochliegen, weil die Krümmung ja stärker ist als nach der Expansion. Wenn das passieren würde. Das habe ich nicht nachvollziehen können jetzt. Ja, wenn du eine kleinere Erde hast, ist die Krümmung ja stärker. Ne? Ja, okay. Ja, das macht Sinn. So. Ja. Wenn ich jetzt aber die Erdoberfläche, wenn ich jetzt das erweitere, bleibt erstmal die Krümmung gleich. Bleibt die Krümmung und oben ist eine leichtere Krümmung. Das heißt, irgendwas dazwischen liegt sozusagen hohl, weil die Enden tauchen ein in den Untergrund und in der Mitte wird es, wenn ich den Erddurchmesser um 2 Zentimeter höher, sondern wenn so einen kleinen Crash gibt, dann liegt er hohl. Das hat schon der Hilgenberg damals sehr gut beschrieben.
Er ist eigentlich auch Geophysiker und Bauingenieur gewesen und ich verehre den, ne? Sag ich jetzt mal so. Der hat das auch eindeutig dargelegt und meinen Augen auch bewiesen. Wenn jetzt das kleinere Stück da ist, Afrika, Südamerika sind auseinander. Jetzt liegt das ein bisschen hohl. Aus statischen Gründen wird irgendwann, weil ja diese Krusten, Erdkruste, wie ich sagte, keine Zugspannung übernehmen kann, sondern nur Druckspannung oder nur ganz geringe Zugspannung, wird das irgendwann praktisch sozusagen einbrechen. Also ich habe das eben, glaube ich, nicht ganz richtig mit Afrika und Südamerika. Die bilden eine Kruste, also ein Erdkrustenteil. Mhm. Und dort, wo heute Atlantik ist, war die Erhöhung über dem Atlantik. Wenn jetzt das aus statischen Gründen einbricht, dann werden die Ränder unter dem Meer sozusagen, wird sich diese Restteile, werden sie isostatisch wieder einpegeln. Und das bedeutet, dass dann diese obere Fläche praktisch sich in das Wasser praktisch untertauchen wird. Deswegen existieren heute die flachen, seichten Gebiete vor den Küsten, untermeerisch, bis dann diese Abrisskante kommt, etliche Kilometer vor den Kontinenten. Gleichzeitig, wenn jetzt das isostatisch einsinkt, wird die andere Seite, also die äußere Seite, in dem Falle sich Südamerika praktisch anheben und aus isostatischen Gründen wird dies relativ schnell geschehen. Das bedeutet, wenn das so passiert, dann haben wir eine relativ schnelle Gebirgsanhebung. Und das ist genau das, was der Hilgenberg schon beschrieben hat damals und was ich auch hier ausführe und eigentlich auch der Sache nichts Neues in aber der Aber das ist dann nur in Amerika passiert, nicht in Afrika. Ja. Das hat ein bisschen mit der Bewegung mit den anderen Schollen, die dort sind, zu tun. Okay. Und das hat also, wie gesagt, Hilgenberg auch genau auseinandergegriffen. Gerade an Nord- und Südamerika kann man diese Hebung allerdings von Amerika sehr schön sehen, dass das isostatisch so abgelaufen ist. Ne? Man muss dann gucken, wie Afrika damals mit den anderen wieder zusammenhing. Wie gesagt, ist alles nicht so einfach. Aber in Südamerika kann man sehr, sehr schön sehen, wie an der ganzen Küste entlang, von Norden nach Süden, also Nordamerika, Südamerika, diese Sachen relativ schnell gehoben worden sind. Und da muss man eins bedenken, das war in Nordamerika auch so. Und auch der Grand Canyon wurde damals ja dann schnell gebildet. Und in dieser Höhenlage von 4 Kilometer findet man dort viele Dinosaurier, auch zusammen teilweise mit Menschen. Wie ich gerade sagte, auch die Abbildungen sind ja da. Es gibt da verschiedene Sachen, das wird heute noch nicht wissenschaftlich anerkannt, aber das wird eines Tages kommen. Und als ich am Grand Canyon war, das ist das erste Schaubild im Museum, dass die Indianer glauben, dass eben das gehoben wurde alles und dann Superfluten kamen und den Grand Canyon relativ schnell ausgewaschen haben. So ungefähr steht das da. Und das entspricht genau der Wahrheit. Es gibt geologische Untersuchungen heutzutage, bin auch so 15 Jahre alt oder so, die genau zeigen, dass es in den letzten angeblich, weiß ich, 200.000 Jahren, im Grunde 4 große Auswaschungen waren des Grand Canyon. Ja, und die letzte soll aus diesen geophysikalischen Untersuchungen vor 1.300 Jahren zu Lebzeiten der prähistorischen Indianer, wie auch immer, gewesen sein. Und davon berichten auch die Überlieferungen. Das hat sie im Nachhinein als wahr bestätigt. Das hat jeder immer belächelt, ist aber inzwischen bewiesen. Denn der kleine Grand Canyon, der Colorado River da drin im Grand Canyon, der ist nicht in der Lage, dieses weite, Kilometer weite Gebiet im Grunde auszuhöhlen. Da gehören größere Wassermassen dazu, was ein logisch ist. Und diese Wassermassen auch vor 1.300 Jahren sollen so viel Wasser gewesen sein wie 33-fach die größte bekannte Mississippi-Flut. Also das waren die Aussagen. Dies ist, also wie gesagt, noch gar nicht so lange her, 15 Jahre oder so in dem Dreh, ist das eigentlich bestätigt worden. Es gibt andere Untersuchungen von anderen Canyons jetzt neuerdings, wo man weiß, dass Auswaschungen waren und die sagen inzwischen, dass eben große Wassermassen für diese Auswaschungen maßgebend waren, nicht kleine Rinnsale. Ich erinnere an den Ausbruch des Vulkans Mount St. Helens. Ich bin da gewesen. Ja, die ist 1980, glaube ich, ausgebrochen. Und unter anderem war da, ich habe das dokumentiert, auch in meinem Film Contra Evolution, war da ein Wald. Den brach dann ganz normaler Wald, wie es überall ist. Und dann brach der Vulkan aus. Und es entstand, und das wurde vor Ort dokumentiert, ist keine Erfindung von mir, mit 65 Meilen die Stunde, also sagen wir, rund 100 Stundenkilometer, wurde
ein Feld geschüttet, ein Einschnitt mit, wie man es in den Alpen findet, mit Kies, also mit Geröll. Und da fließt seitdem ein kleiner Bach lang, der vorher nicht gewesen ist, mit Abhängen darüber. Rechts und links steht noch der Wald. Und wenn man das sieht aus wie eine Alpenszene. Würde man das heute in den Alpen sich ansehen, ja, das ist auch von der Eiszeit, tausende von Jahren alt, ja. Aber in dem Falle zum Beispiel, nicht nur da, sind die Landschaften teilweise schnell geschüttet und von heute auf morgen entstanden. Das ist einfach Fakt im Grunde. Das geht schneller durch, sagen wir mal, Katastrophen als durch langsame Entwicklung. Also ich bin sogenannter Anhänger von der Katastrophentheorie. Das heißt, unsere Erde entwickelt sich katastrophisch, nicht kontinuierlich langsam über lange Zeiträume hinweg. Wenn einem was passiert, passiert das relativ schnell. Ne? Ich war mal im Domradio, hatte ich mal ein 2-Stunden-Interview und kam aus der Tiefgarage nach oben und ganz unten sind die ganzen Bauten unserer Kelten da unten an der Tiefgarage, also unter der Erde. Da kommt so ein kleiner Junge in Schulklasse, ein kleiner Junge, fragt Frau Lehrerin, warum sind denn die Bauten der Römer alle unter der Erdoberfläche? Schweigen. Weil das muss man erstmal erklären. Da sind eben Umwälzungen gewesen, Schlammfluten und so weiter und so fort. Bleiben wir beim Rhein. 1000, ich weiß gar nicht mehr genau die Zahl, 1000, so und so viel, war der Rhein praktisch ohne Wasser. Da konnte man knöcheltief quasi durch den Rhein warten. Ja, und dann eine Zeit später, 1342, ereignete sich der sogenannte hydrologische Gau, sagt man. Ja, das ist die größte Überschwemmungskatastrophe in Mitteleuropa. Das war Anfang August 1342. Das größte Hochwasser der letzten 1000 Jahren, auch Magdalenenhochwasser genannt. Und die Chroniken berichten genau von dieser Flut und auch von der Flut, die zur selben Zeit in der Donau sich praktisch entwickelte. Ja, diese Flutwelle hat alle Brücken in Regensburg, Bamberg, Würzburg, Frankfurt, Dresden, Erfurt zerstört. In Bamberg riss eine Brücke ein mit Turm und weiß ich. Also der Wasserstand in Würzburg oberhalb der Stufe des Würzburger Doms, den kennen die viele, womit der Fuß der jetzigen Domtreppe gemeint sein könnte, also nach alten Überlieferungen. Und auch in Frankfurt stürzte eine Brücke nach 4 Tagen ein, während praktisch bis in die Innenstadt hoch das Wasser überall stand. Das ist dokumentiert. Die Abflussrate des Mains wurde im Osthafen dann auf etwa 4000 Kubikmeter pro Sekunde geschätzt, nach einem Fachbuch aus dem Jahr 2001. Ja. Aus dem heutigen Wasserstand von 10 Metern am Pegel Würzburg errechnet man einen Abfluss von 3400 Meter. Aber diese Ergebnisse sind statistisch nicht erfassbar, denn es wäre noch sogar seltener als ein 1000-jähriges Hochwasser. Und das ist eigentlich so unglaublich, weil es auch im August, also nicht im Winter aufgetreten ist, diese Superflut. Und wo das Wasser hergekommen ist, hat man wissenschaftlich keine Begründung. Deswegen sind, wenn man diese Marken sieht, heute bei den Häusern am Rhein oder irgendwo, sind immer Marken. Mhm. Und das ist die höchste Marke. Und ganz weit drüber müsste diese Magdalenenflut sein. Die ist ab und zu nur ganz selten verzeichnet, weil man da auch keine Erklärung für hat. Sondern die hört irgendwann auf. Die obere Kammern, es gibt nur ganz wenige, wo diese verzeichnet ist. Und dieses Hochwasser hat es in abgeschwächter Form gegeben, mit 76% der Abflussmenge, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert waren diese Abflussmengen wesentlich geringer. Und wir haben auch im letzten Jahrhundert ja nur, weiß ich, 2, 3 höhere Wassermarken gehabt. Ne? Man muss ja eins bedenken, wie jetzt im Ahrtal, diese Sachen sind Natur für Menschen gemacht, ne? Weil früher bei den Flüssen gab es, ich habe mal auch Wasserbau, beim Wasserbau war es früher, haben wir im Studium, ich rede jetzt von Mitte der 70er Jahre, da haben wir immer Ausgleichsflächen gehabt, auch vor Köln. Und wenn da zu viel Wasser war, hat man das auf die Wiesen abgeleitet. Das hatten Bauern mit Kühen und da durfte nicht gebaut werden. Und wenn zu viel Wasser war, dann ging das eben in diese Überlaufbecken, sage ich jetzt mal, rein. Die hat man dann bebaut. Da war auch letztens die Oderflut, ich weiß noch, da wo denn so ein Kanzler da rumgestapft ist, ja, und dann, ach ja, die sind überflutet. Ich sage, die sind selber schuld. Die haben in so ein Überflutungsgebecken gebaut. Ne? Da habe ich gar kein Mitleid mit haben, im Grunde, in dem Sinne. Da weiß man eben, dass da Überflutungsbecken sind. Und beim Ahrtal
Und bei anderen ist auch. Ich meine, im Wasserbaustudium haben sie damals gesagt, ja, wir begradigen das alles und wir, das wird, ich weiß, bei uns Bäche sind ausgebaut worden. Die waren früher über Wasser, Naturbäche, in denen betoniert oder gepflastert worden. Und mit einmal kamen da viel größere Mengen. Viel schneller. Wenn das da staut, gibt es natürlich einen riesen Rückstau. Das war früher alles nicht, weil es Auslaufgebiete gab, die sind zugebaut worden. Jetzt hat man ja vor Jahren angefangen, bei Köln wieder diese Flächen vielleicht ein bisschen aufzumachen. Aber das ist menschengemacht. Diese Riesenabflussfluten im Ahrtal, das war vorauszusehen, dass es mal kommt. Hat mit der Natur nur teilweise zu tun, ganz ehrlich gesagt. Nochmal eine kurze Frage zu den Schlammfluten, die du erwähnt hast. Wann gab es denn so aus deiner Sicht so die letzte Schlammflut hier in Europa? Kann man gar nicht sagen. Also diese Riesenschlammfluten, wo ich jetzt spreche, sind alle so 2.500 Jahre alt im Großen in Asien. Und auch hier bei uns gab es die zu damaliger Zeit, wobei man nicht, ich habe da so eine Karte, aus wissenschaftliche Karte, dass und auch Fotos, dass eben viele auch schon mal Geröllmengen, es muss ja nicht nur allein Schlamm sein, können auch so Geröllflüsse sein, die aus den Bergen gekommen sind, die sind in den letzten 300-400 Jahren x-fach dokumentiert, zum Beispiel vor allen Dingen in den Südalpen, weniger in den hier nördlich der Alpen. Und die hat es denn schon gegeben, das sind denn keine Riesenereignisse gewesen. Aber wie ich sagte, vor 200.000 Jahren gab es eben Riesenereignisse, wo diese Tufflager und so entstanden sind, wo dann auch Baumaterial daraus gewonnen wurde. Das ist zu diesem Zeitpunkt gewesen. In Europa hat es danach diese Riesenschlammfluten in diesem Ausmaß sicherlich nicht mehr gegeben. Ja. Das ist richtig. Achim, du, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind bei 2:15 ja. Minuten, glaube ich. Hast du noch was du denkst, was noch wichtig ist oder relevant? Ja, was vielleicht noch interessant wäre? Oder? Was? Ja, ob du noch, noch was hast, was denkst, was ja, noch wichtig ist? Ich habe so viel, ich überlege gerade, aber ich habe aber noch mit Superfluten oder auch mit Dings, aber wir sind da auch von hin und her irgendwo geschwommen, also gedanklich oder auch ausführungsweise. Also es war unglaublich aufschlussreich, ja. Also interessant, auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch deswegen ist die Zeit jetzt wie im Flug vergangen. Ja, ist es auch. Aber ich habe mit 2 Stunden eigentlich schon wieder gerechnet. Aber es sind aber, man könnte noch verschiedene Sachen machen. Aber das ist vielleicht mal so ein Schlusswort, dass eben alles relativ, vielleicht gleich alles relativ, relativ, also die Sachen plötzlich entstehen und sich ändern und im Normalfall und alles gar nicht so lange her ist, wie man glaubt. Ne? Und noch, vielleicht bringe ich dann noch mit den nicht versteinerten Dinosauriern. Dann würde ich vielleicht noch in dem Zuge, wo waren wir gerade? In dem Zuge, wir waren. Also gerade deine Schlammflut. Wir waren bei einer Schlammflut im Bergen. Mhm. Mhm. Ja, wir haben jetzt ein großes Feld im Grunde. Gesprochen oder diskutiert oder ich habe auch einiges vorgetragen und das Erdantlitz hat sich in den letzten 2.500, 3.000 Jahren ganz entscheidend gewandelt und da sind katastrophische Einflüsse maßgebend, aber nicht langsame Szenarien über lange Zeiträume hinweg und dass diese langen Zeiträume eigentlich auch nicht maßgebend sind, sieht man anhand der Dinosaurier. Ich habe 1998 geschrieben, die waren noch vor kurzer Zeit, hatten wir schon kurz erwähnt, Dinosaurierfunde gemacht haben. Und ich habe damals auch geschrieben, irgendwann wird man mal unversteinertes Dinosauriergewebe finden. Man findet ja eigentlich nur Knochen. Das ist ja auch ein Phänomen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, aber wie auch immer. Aber irgendwann wird man was Unversteinertes finden. Da hat man damals geschrieben, dann Quatsch, nach 65 Millionen Jahren, 100 Millionen Jahren oder noch 140 Millionen Jahren findet man natürlich nichts Versteinertes. Unversteinertes, wollte ich sagen. Unversteinertes natürlich und alles Unsinn. Ja. Aber nachdem ich das geschrieben habe, in den letzten Jahren sind einige Fälle wissenschaftlich dokumentiert, dass man quasi unversteinertes Dinosauriermaterial, auch DNA gefunden hat und manche Forscher waren entsetzt, wie sie auch schreiben, dass
das Gewebe, nachdem man das in eine leichte Säure gelegt hat, wieder weich und beweglich war. Und also man hat auch in Kanada oben unversteinertes Dinosauriergewebe gefunden oder auch Knochen, sage ich jetzt mal so. Das ist gar nicht möglich. Es kann keine 65 Millionen Jahre überdauern, unversteinert. Ja, das geht gar nicht. Da reden wir über relativ kurze Zeiträume. Und wenn wir mal von den 65 Millionen Jahren diese ganze Zeitraum dazwischen mal einfach streichen, das kann ich auch begründen, weil das alles Sedimente sind, die schnell geschüttet wurden zu damaliger Zeit. Das will ich jetzt nur mal so dahinstellen. Aber wenn ich dann mal 3 Nullen von 65 Millionen Jahren streiche, dann sind wir vielleicht bei 6.500 Jahren. Und dann kommen wir schon mal der Sache näher. Und auch wie ich schon sagte, die Indianer berichten von Dinosauriern und auch in Mexiko hat man Skulpturen von, die schon älter sind. Da wusste man teilweise noch gar nicht, wie Dinosaurier aussahen. Nachbildungen gefunden. Es gibt auch viele Bilder, also Feldzeichen und so, die eben diese Tiere zeigen. Also es hört sich irgendwie revolutionär an, aber Menschen und Dinosaurier leben gemeinsam. Das ist meine Kernthese und das war vor nicht allzu langer Zeit. Daran kann man sehen, dass an den nicht versteinerten Dinosauriere liegt, denn dass wir hier relativ vor kurzer Zeit waren und wenn noch waren. Und wenn wir an Schatze denken, dann hat der Paul Sereno, also einer der Dinosaurierpäpste am Schatzsee, der ja, glaube ich, früher 3003 nochmal so groß war oder so in dem Dreh, weiß nicht genau, größer war als heute, hat der auf dem heutigen Wüstenboden Schwimmdinosaurier und auch andere Dinosaurier-Skelette gefunden und nicht weit davon auf derselben Schicht einen versteinerten Kopf einer Kuh, einer modernen Kuh und auch versteinerte Reste von Menschen. Das ist, da habe ich auch Fotos drüber und das ist auch dokumentiert. Und er war erstaunt, dass auf derselben geologischen Schicht praktisch an der Oberfläche diese Sachen da herumliegen. Und dann frage ich, wie lange liegt das an der Oberfläche rum? 65 Millionen, 140 Millionen Jahre, wie man sagt, oder reden wir doch dann über wenige tausend Jahre, auch auf diese versteinerten modernen Artefakte. Und der Gero Hilmer, den ich schon erwähnt hatte, der Geophysiker, hat dann dokumentiert, dass in den letzten Wasserstellen heute noch Krokodile drin sind. Dann frage ich, wovon ernähren die sich in der Wüste, mitten in der Wüste, diese Krokodile in kleinen Seen? Wie lange überleben die dort? Zig Millionen Jahre, da reden wir doch über kurze Zeiträume. Genauso wie nachgewiesen ist, dass vor 5000 Jahren noch in Arabien keine Wüste war, sondern viel Wasser gab. Vor 5.000, 6.000 Jahren. Nachher hat man Staudämme gebaut, die sind heute in der Wüste. Keiner weiß, was da passiert ist. Heute ist das arid, also sehr trocken. Und früher, noch vor 5.000 Jahren, 6.000 Jahren, 7.000 Jahren, war alles fruchtbar dort. Also da hat sich auch die Klimatik geändert. Und deswegen sage ich, klimatische Umbrüche hat es schon immer gegeben, und zwar katastrophische Art und Weise. Und was wir leben heute in einem relativ geruhsamen Zeitalter seit kurzer Zeit. Und diese Panik machen mit dem Klima wegen 0,7% hier oder so. Ich weiß gar nicht, von mir aus können noch 1,5 Grad wärmer werden. Ich habe da kein Problem mehr, dann brauchen wir auch nicht mehr irgendwo nach Florida oder nach Afrika keinen Urlaub zu fahren. Wo ist das Problem? Das Safari bei uns, ja. Und demnächst wächst dann wieder Weizen in, wie früher in Norwegen und in Schottland. Wo haben wir das wirkliche Problem? Brauchen wir auch weniger zu heizen vielleicht. So, aber die Umschwünge waren, auch die klimatischen Sachen waren wesentlich viel größer. Und heutzutage leider wird durch unwissenschaftliche Sachen, man unterscheidet ja zwischen Naturwissenschaftlern, die ich sehr mag. In der Auslegung der wissenschaftlichen Untersuchungen sind wir oft oder auch manchmal auch konträre Ansicht. Das hängt aber nur davon ab, dass nicht, dass die wissenschaftliche Untersuchung falsch ist, sondern die an falsche Voraussetzungen. Und die nehmen eine andere Annahme an, dann entsteht da eben eine andere Sichtweise draus. Ne? Aber die heutigen sogenannten Wissenschaftler, diese Klimawissenschaftler, diese Klimaaktivisten, die haben keinen wissenschaftlichen Beweis. Ja, das sind alles nur Gedankenmodelle, die die haben, die können nichts berechnen. Ich denke an einen Klimaforscher, der dauernd in ARD und ZDF war und hat mal behauptet vor wenigen Jahren, die Anden sind wir haben es hunderte Mal gerechnet oder zig Mal und wir können es gar nicht glauben, aber die schmelzen jetzt total ab und so weiter und so fort. Dann hat die indische Regierung Einspruch eingelegt, hat gesagt, wir haben Gletscher, die wachsen, andere sind, gibt es auch heute noch,
Gletscher, gibt auch Gletscher, die wachsen. Und andere sind weniger, andere schmelzen, andere nehmen zu. Und dann wurden ja die E-Mails gehackt und dann gab es diese bisschen angeblich vierfachen Berechnungen, gab es gar nicht. Und dann musste sich der nachher ins Fernsehen wieder stellen und sagen, ja, das hat ja einen Bericht aus einer Tageszeitung genommen, da war so ein halbseitiger Bericht und das hat er einfach nur zitiert. Es gab gar keine Berechnungen. Und so ist er mit allen Sachen. Und eins ist doch klar, auch wenn Klima 30-jährige hier Temperaturgeschichte sein soll, ja, man ist ja heute nicht in der Lage, in 3 Tagen das Wetter wirklich richtig vorauszusagen. Oder als Zufall. Ne? Mhm. Meistens kommt Tag später, wenn überhaupt, oder wie auch immer. Habe ich oft genug gehabt, wenn ich Golf spielen gehe, ach, regnet. Ja, dann kam es einen Tag später. Oder wenn überhaupt so. Die Sachen habe ich oft. Und da will man mir sagen, dass man das Klima bis in die nächsten 100 Jahre berechnen kann. Anhand der ganzen Beispiele, die ich genannt habe, wird man sehen, dass das so unsinnig ist, weil irgendwelche Ereignisse von der Natur kommen da sowieso. Ich kann das gar nicht brechen. Und es gibt diese Klimamodelle nicht. Diese Leute sollten schon lange ihre Berechnung mal offenlegen. Das wird aber nicht gemacht. Es gibt keine Offenlegung der Modelle. Hängt immer, die Berechnung hängt von den Voraussetzungen ab, die ich da rein tue. Und auch der Professor Gerlich, mit dem ich lange korrespondiert habe, der jetzt im Energieautom, da gibt es so ein Nachwort von dem, der mir da auch in diesen Richtungen, und der ist weltbekannter Physiker, auch vollkommen recht gibt. Im Grunde, diese Berechnung gibt es einfach nicht und das hängt von den Voraussetzungen ab. Und er hat das auch genau dargelegt, der war auch auf den Klimakonferenzen, hat das gesagt, aber das will natürlich gar keiner hören. Das ist eine klare Sache. Also ich will nur sagen, die ganzen Panikmachen, die wir ja haben, die sind eigentlich unbegründet und leider so, dass die, sage ich immer so, dass uns diese grüne oder rote, grün-rote Politik zurück in die Steinzeit schießt mit allen Sachen. Demnächst gehen wir ja zu Fuß und pflücken unsere eigenen Äpfel und so, weil wir das auch gar nicht mehr bezahlen können, dass einer für uns was pflückt oder macht oder tut. Naja, wie auch immer. Deswegen schreibe ich auch so in den Büchern, dass wir realistischer werden und auch neue Zukunftsideen haben, dass unsere Zukunft gut ausfallen könnte. Nicht so bis jetzt ist, dass unsere Zukunft eben nicht gut ausfallen kann, sage ich jetzt mal so. Und dazu möchte ich eben beitragen, eine andere Sicht auf diese Dinge zu werfen. Und ich habe die Wahrheit nicht erfunden. Aber ich bin näher dran, wesentlich näher dran als heute die öffentliche Sichtweise. Also das ist sicherlich so. Und wenn man das wirklich beachtet, dann können wir in eine gute Zukunft gehen. Und da in meinen Büchern sind da auch entsprechende Zukunftsprognosen drin oder wie man das machen kann mit Energie und so weiter. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich das hier, Simon, bei dir hier vortragen oder mit dir diskutieren konnte. Ja. Dass sich Leute da mal drüber Gedanken machen und drüber nachdenken, wie schon an verschiedenen Positionen oder Überlegung praktisch dargelegt habe. Das ist mein Wunsch. Naja, also ganz herzlichen Dank für deine Arbeit, Aufklärungsarbeit und und uns die Ungereimtheiten oder Lücken der sozusagen gängigen wissenschaftlichen Theorien oder vielleicht eher Glaubenssystem so ein bisschen vor Augen zu führen. Es war wieder ein aufschlussreiches, neue Perspektiven geben das Gespräch. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit und auch deine Energie, deine Informationen mitteilen, deine Expertise und Rechercheergebnisse. Sehr wertvoll. Und was ich auf jeden Fall mache, daher auch für jede und jeden, der hier zuhört und dabei ist, dein Buch verlinken und deine Internetseite. Also hier unten könnt ihr euch das anschauen und ich denke, das, was wir heute besprochen haben, das ist so an der Oberfläche kratzen, oder? Also da gibt es noch viel mehr Informationen in deinen ganzen Büchern. Also. Ja, das ist alles, was ich hier so vielleicht so ein bisschen dargestellt habe, ist auch alles begründet. Die ganzen Sachen sind auch durch wissenschaftliche Untersuchungen überall, sagen wir mal, fundiert dargelegt und auch begründet. Und es ist jetzt keine Sachen, die einfach nur im Kopf herumschwirren, sondern sind alle durch wissenschaftliche Untersuchungen, auch wenn sie manchmal ein bisschen älter sind, aber wie gesagt, Geologen haben früher Feldarbeit geleistet sind ins Feld gegangen, haben geguckt, das machen heute Geologen im Prinzip nicht mehr oder nur noch so einen 3-Wochen-Kurs.
Das weiß ich von den entsprechenden Professoren und so weiter. Und das, weil auch alles bekannt ist, ne? Man weiß ja alles eigentlich, ne? Wobei ich sage, man weiß viel, aber eben nicht wirklich, sagen wir mal so. Oder es wird nicht richtig analysiert oder auf die entsprechenden Grundlagen gestellt, weil wenn es einen Professor gibt, der hat ja immer recht, ne? Weil erst wenn er tot ist, wie man früher immer sagte, dann wird sich vielleicht mal irgendwas ändern. So oder da haben die mal da unten ausgegraben, die Andertaler in der Tiefe. Naja, ist ja klar, der ist so und so alt, weil die Schichten so alt sind. Da hat man ja festgestellt, ja, der Schädel ist aber viel, viel jünger, wie ich schon vorhin dargestellt habe. Ja, dann müsste aber die Erdschicht, die da war, auch jünger sein, habe ich geschrieben. Dann ist das alles viel jünger. Nee, hat man eine Pressekonferenz extra einberufen und hat gesagt, nein, das war ja ganz anders. Man hat nachträglich einen Schacht gegraben und den Schädel unten vergraben. Deswegen ist in älteren Schichten, also die Schicht immer noch so alt. Bloß die Schichten gibt es nicht mehr. Der Ausgräber, Professor XY, hat damals beschrieben, dass die Schichten alle unzerstört waren. Der lag da ursprünglich drin, sage ich jetzt mal. Heute sagt man, nee, eingegraben. Untergegraben, ja, es gibt die Schichten nicht mehr. Extra, ich hatte da unseren Artikel geschrieben, extra dafür eine Pressekonferenz einberufen, ja, aus der Sache. So einfach geht das, um etwas zu begründen, ne? Aber so einfach geht es nicht. Und darüber möchte ich, dass die Leute über die ganzen Sachen nachdenken. Und dann kommen wir auch zu anderen Ergebnissen und zu besseren Zukunftsperspektiven. Und dazu möchte ich beitragen. Ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich. Ja. Also ich denke, das hast du gemacht oder machst du zum Denken anstoßen. Ne? Ja. Und deswegen auch danke, ja, dass du dir deine Zeit zur Verfügung stellst. Ganz herzlichen Dank. Ich danke für dieses Interview und hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, also auch Dank natürlich auch an die, ja, alle, die jetzt mit dabei waren. Und ja, wenn das vielleicht auf der einen Seite ein bisschen bestürzend ist, oder was wir da alles entdecken, beziehungsweise was wir da gelernt haben, was eigentlich vielleicht gar nicht so viel mit dem zu tun hatte, was ist, ja, nie vergessen, oder Glück, Friede, oder der ist da drinne, ja. Und ja, deswegen alles Gute und bis bald, ja. Wünsche dir auch und vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Was ist mein Potenzial? Was steckt wirklich in mir? Ist es möglich, freudvoll, fröhlich, erfüllt zu sein und das auszudrücken, was ich wirklich bin? Habe ich überhaupt einzigartige Gaben und Talente? Falls ja, wie finde ich die? Und wenn ich sie finde, wie bringe ich die hier zum Leben? Ja, ist es überhaupt möglich, seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten, was ich bin und liebe? Ja, das sind einige der Fragen, die mich seit über einem Jahrzehnt antreiben. Ich möchte keine endgültige Antwort geben, aber ich habe auf meiner Suche wertvolle Prinzipien gelernt, die mir geholfen haben, mich selbst wiederzufinden und das, was ich wirklich bin, hier Stück für Stück in das Leben zu bringen, unabhängig von Erwartungen, unabhängig von Konditionierung, unabhängig von limitierenden und selbstbegrenzenden Gedanken und Mustern. Und jetzt möchte ich die Brücke sein, du siehst sie hier hinten, und diese Prinzipien an dich weitergeben, sodass ich dich eben nicht nur mit meinen Worten daran erinnere, sondern dir ermögliche, das selbst zu überprüfen, zu entdecken, zu erfahren. Also tatsächliche Selbstentdeckung, Selbstbefähigung, dass du ein wundervoll kreatives Wesen bist, ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes und das Potenzial und die Möglichkeit hast, genau das zu entfalten und dich und deine Kreativität freizusetzen, das ist meine Mission, sozusagen jetzt. Und ganz wichtig, glaub nicht meinen Worten, aber auch nicht deinen möglicherweise skeptischen Gedanken, wenn du mir jetzt zuhörst, sondern überzeug dich selbst, probier es aus und mach bei unserem nächsten Seminar strukturelle Kreativität mit. Mehr Informationen hier, die Teilnahme ist kostenlos. Ja, ich freue mich, deine Kreativität zusammen freizusetzen.